nachdem wir wissen, dass ihr alle ständig auf der Suche nach XL seid, erwartet euch dieses Mal die extra lange Ausgabe. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um mindestens 45 Minuten. Parker und Schlenske, der queere Rückblick mit Jessica Parker. Ja, das bin ja ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Oh Gott. Hallo Jessica. Süß, dich zu sehen wieder. Ja, süß auch dich zu hören, dich zu sehen und zu hören. Ja. Deine Stimme vor allen Dingen, ich habe sie vermisst. Oh, kleines Mäuschen. Wie alle unsere ZuhörerInnen, die haben dich auch vermisst. Weißt du woher genau jetzt? Das weiß ich aus unseren Statistiken und aus den Kommentaren. Ach so. Wir haben nämlich ganz, ganz viele Kommentare bekommen, die ich jetzt natürlich nicht ausgedruckt habe, weil ich wusste nicht, dass du mir diese Frage jetzt stellen wirst, aber viele Leute haben sich wahrhaftig beschwert, dass wir nur einmal im Monat kommen. Reicht mir aber auch, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, reicht jetzt mir. Jetzt die Arbeit oder mit mir? Mit dir. Okay, ja. Die Arbeit geht ja von der Hand. Ja, wir haben ja auch beide auch so viele andere Projekte, die uns so viel Spaß machen und Freude bereiten. Und ich finde lieber einmal im Monat was richtig Schönes als mehrmals und dann wird es so ein bisschen doof. Ja. Da hast du auch wiederum recht. Und wir hätten, ja, wir haben ja wahnsinnig viel zu tun gehabt. Alleine, wenn ich jetzt hier auf meinen Kalender 2021 gucke, dann sehe ich schon für die letzte Woche 4 Termine, die wir gemeinsam gehabt hätten und die ausgefallen sind. Ich möchte nicht drüber reden. Ich möchte auch nicht drüber sprechen. Das ist schrecklich so. Wie war denn Silvester bei dir? Silvester war super. Ich habe Silvester mit einer Nutte verbracht. Ach so. Ja. Mit David Schwanau, ja? Ist nein, das Prostituierter? Nein. Ein Freund von uns ist Nutte, wie er selber sagt, ja. Arbeitet als Dominus. Ach, der Dominus. Der Dominus Berlin, genau. Und bei dem waren wir und da haben wir zusammen Silvester verbracht und das war ein sehr, sehr ruhiges, aber sehr, sehr schönes ja. Und vor allen Dingen leckeres Silvester. Ja, also das ist auch schön. Ich habe mit meiner besten Freundin zu zweit genau, tatsächlich nur gefeiert. Gefeiert ist auch. Wir haben 4,5 Stunden lang gesoffen. Lava Silvestershow im ersten geguckt. Das ist auch SM, ja. Das ist auch SM. Aber ich weiß ja, Margot, du hast ja auch so einen perversen Hang zu so Unterhaltungsshows. Ja. Ich liebe sowas. Und auch wenn da zum 5. Mal eine Maite Kelly auftritt, ich liebe Unterhaltungsshows einfach. Bei dieser Silvestershow, die in der ARD läuft, ne? Richtig, ja, ist immer ARD. Ja. Da habe ich ja die Vermutung, dass das seit 5 Jahren die gleiche Show ist und keiner merkt. Ja, könnte sein, aber jetzt durch Corinna ist es doch anders, weil es gab kein Publikum. Das haben die doch bloß ausgeblurrt. Das war billiger, als die Produktion neu zu machen. Ach so, so wie beim Wendler, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Gottchen, wahrscheinlich. Ja, das greife ich schon wieder vor. Muss denn das jetzt sein? Nein, okay. Also es war sehr, sehr schön und es war sehr ruhig und es wurde sehr wenig geböllert. Ich stand nachher auf dem Balkon, dann haben wir gegenüber eine, wie soll ich sagen, eine Verbrecherin gesehen, die hat eine Wunderkerze in der Hand. Die Sau. Das gibt's ja nicht. Hast ja gleich die Bullen angerufen, das oder? Das rebellische Schöneberg, ich sag's dir. Ja. Wurde bei euch viel geböllert? Da ich am Hinterhaus wohne, du ja auch, aber man bekommt das nicht so mit bei uns tatsächlich. Okay. Und ich war auch nicht draußen zum Jahreswechsel. Keine Ahnung. Okay. Aber es war schön, du bist hoffentlich gut reingerutscht. Ja. Das ist doch schon mal ganz, ganz gut. Ja. Genau, dann habe ich noch etwas, Jessica, wollte ich auch noch mal kurz mit dir drüber reden. Ja, weil ich war was denn? Ein bisschen geschockt. Und zwar, wir schminken uns ja mal für diesen Podcast. Und natürlich. Als du dich geschminkt hast und auch umgezogen hast, hattest du jetzt, wir haben ja Ende Januar, hattest du ein Weihnachtsmann-Schlüpfer an? Du trägst Weihnachtsunterwäsche im Januar? Also, ja, weil mir ist es ja egal, was für ein Thema dieser Schlüpfer hat. Wenn kein anderer Sauberer mehr da ist, ziehe ich auch einen Weihnachtsschlüpfer an. Ja. Ja. Und den habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Oh. Zu Weihnachten. Oh, ja, ja. Weil die ist halt eine typische Mutter, die kauft halt immer Schlüpfer und Socken, weil ihre Jungs brauchen das immer. Also ihre Jungs bin ich und mein Mann, ja. Ja. Und das, von daher, ich habe so viele Unterhosen mittlerweile und auch mit Weihnachtsmännern drauf. Ja. Themenbezogene Schlüpfer. Der Themenschlüpfer, das ist ein wunderbarer Trend. Ja, dann würde ich vorschlagen, fangen wir doch mal an. Gerne. Danke, Merkel. Na, fangen wir an. So, ach, soll ich dann anfangen? Ja. Ah, okay, dann fangen wir bei unserem Lieblingsorangenmann an. Es ist das letzte Mal, dass wir über ihn reden. Endlich. Natürlich. Schöpfung sei Dank, ja. Liebling Donald Trump. Das war ja wirklich, also der hat ja nochmal jetzt zum Schluss richtig aufgedreht.
Müssen wir auch noch diesen ganzen Run auf das Parlament? Auf, ja, alles. Ja, das ist alles im Januar gewesen. Also es ging ja damit los, dass er erstmal in Georgia angerufen hat und ein langes Telefonat mit dem Innenminister dort geführt hat. Der möge doch bitte jetzt nochmal knappe 12.000 Stimmen für Donald Trump finden, weil Donald hat ja die Wahl gewonnen. Der hat die Wahl gewonnen. Dann müssen die Stimmen ja auch irgendwo sein. Ja, ja. Und der Innenminister hat sich geweigert, irgendwelche Stimmen zu erfinden. Das Schwein, oder? Und hat gesagt, es tut mir leid, sie haben die Wahl bei uns nicht gewonnen. Aber weißt du was? Mittlerweile, der ist ja jetzt, mittlerweile seit ein paar Tagen ist er wirklich jetzt weg vom Fenster. Ja. Und es fühlt sich jetzt schon so gut an, dass der so wenig in Medien vorkommt, oder? Man kann einfach mal beruhigt schlafen und wenn man schon irgendwo bei Tagesschau oder sonst wo die US-Flagge im Hintergrund sieht, hat man nicht gleich so dieses Herzpochen wieder, was hat er jetzt schon wieder Katastrophales angestellt? Ja, Zeiten also, können so schön sein. Ja, ja, genau. Und dann, ich habe jetzt auch gerade gesehen, dieses Impeachment-Verfahren, was jetzt gegen ihn eingeleitet wird. Läuft wir noch, brauchen zwei Drittel Mehrheit im Senat, ist das, glaube ich. Ne? Oh Gott, frag mich, hat das Repräsentanten? Nee, ich glaube im Repräsentantenhaus. Repräsentantenhaus, okay. Ich glaube, Senat hat schon und ich glaube, Repräsentantenhaus muss noch. Muss noch. Und da weiß man nicht so genau, ob das zustande käme. Ja. Aber wenn dem so sein, dann kann der auch nie wieder ein politisches Amt übernehmen. Ja, Gott sei Dank. Ach, das wäre toll. Das wäre großartig. Ja. Macht einem natürlich Sorge, weil er hat noch einen Sohn, der jetzt ja so ein bisschen seine Fußstapfen tritt. Welcher? Der eine ist hässlich und der andere nicht ganz so hässlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, einer heißt, glaube ich, Donald J. Trump Junior, kann das sein? Kann sein. Sicher gern Junior. Ja, ja, das kann sein, dass das der ist. Ja, ja, genau. Dann hast du noch erwähnt, irgendwie Sturm auf das Kapitol irgendwie, das hat mich so ein bisschen stark an den Reichstag bei uns erinnert, letzten Sommer. Ein bisschen schon, ja. Da muss ich gleich sagen, Wissen für 800. Ja, bitte. Gleich, ja. Ja, aber gerne doch. Unnützes Wissen für 800. Und zwar habe ich das gestern erfahren von meinem Mann Klaus. Es gab doch dann diese, es sind Fake News, kann ich jetzt schon gleich mal sagen. Es wurde doch auf Facebook und überall rumgetwittert, dass wohl auch da die Simpsons schon wieder in die Zukunft geschaut haben. Dass der Hausmeister von der Grundschule, wo Bart Simpson drauf geht, dieser rothaarige schottische oder irische, der hat in einer Folge wohl ein sehr ähnliches Outfit angehabt wie dieser Mann im Kapitol, der mit diesen Hörnern, der so Wikingermäßig angezogen war. Der völlig gestörte. Ja, der völlig gestörte, genau. Und da, das wird ja oft den Simpsons nachgesagt, dass sie in die Zukunft schauen in ihren Folgen. Aber das war wirklich Fake News, das war eine Fotomontage und in den Simpsons kam das gar nicht vor. Es hielt sich aber wacker. Ein paar Wochen lang, ja. Es hielt sich wacker. Aber was toll ist, das kam jetzt nämlich heraus, die haben ja diese Rechten dort in den USA, die natürlich auch primär auch diesen Sturm auf das Kapitol vollübt haben, die haben so eine eigene Plattform oder es gibt eine Art Social Media App, was hauptsächlich von Rechten benutzt wird. Ja. Und die ist noch nicht so gut aufbereitet. Ich habe leider den Namen dieser App jetzt vergessen. Ich auch, ja. Aber ich das weiß, macht was du meinst. Nichts. Und wenn man dort ein Bild hochlädt, dann ist da sämtliche ist IP-Adresse und sonst etwas. Und in dieser IP-Adresse sind auch diese Koordinaten, GPS-Daten. Ach was. Jetzt ist alles dort gespeichert. Und ach toll. Reichlich Leute haben das bereits runtergeladen. Und jetzt hat natürlich dann das FBI, CIA und Co. keine Ahnung, wer jetzt das und die Untersuchungen da machen muss. Die haben natürlich da ein gefundenes Fressen. Die wissen jetzt ganz genau, wer hat wann da wie welches Foto gemacht. Das ja, kann jetzt, das ist jetzt mal. Ja, ja. Ist lustig. Ist lustig. Ich weiß gar nicht mehr, ist Trump immer noch auf Twitter gesperrt? Der wurde doch gesperrt von Twitter. Ist das immer noch der so? Der ist gesperrt und das ist er jetzt auch dauerhaft. Er ist für immer auf Twitter gesperrt. Weil er ja vor diesem Run auf das Kapitol ja auch dazu aufgerufen hat in seiner Rede. Er hat eine Rede gehalten, da war ganz klar von wegen, wir gehen jetzt da gemeinsam hin und dann irgendwann später, ich kann da zwar jetzt nicht mitgehen, aber wir gehen da gemeinsam hin und ich bin bei euch und sowas. Er hat schon wirklich ganz direkt aufgerufen. Warum haben die ganzen Social Media Accounts das nicht einfach schon mal früher gemacht? Ich meine, das ist aber auch wieder so ein bisschen bigott von wegen, ja, also jetzt sperren wir Donald Trump. Ja, drei Tage vorher. Weil sie jetzt nämlich dann keine Klickraten mehr haben durch Was ihn. Was hätten wir uns alle ersparen können, wenn sie das bereits drei Tage vor seinem Amtsantritt gemacht hätten. Ja, genau. Das wäre, ich meine, es ist ja nicht so, das wird ja gesagt von wegen, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Alle anderen Präsidenten dieser Welt machen Politik und gehen an die Öffentlichkeit über eine Pressekonferenz. Die Möglichkeit hatte er ja auch immer gehabt, aber das war ihm halt zu doof. War ihm zu doof. Da wurde halt Fragen gestellt auch, ne? So Fragen mit Inhalt und sowas und Gegenreaktion und das ist halt nicht so. Bei Twitter ist halt, da gibt's keine Gegenreaktion.
Nicht so wirklich. Nicht so wirklich, nee, das stimmt. Nee. Was willst du machen? Social Media halt, ne? Naja, aber wenn er jetzt nicht mehr bei Twitter ist, dann ist er jetzt ja wahrscheinlich wie jeder andere, der nicht mehr bei Twitter ist, demnächst auch bei OnlyFans. Ach so, ach, und dann nennt er sich die dicke Orange. Sexy Orange Boy. Oh, ja. Und dann gibt es so schöne Videos, wo er sich mit so brauner Farbe einsprühen lässt. Oh. Ja, und dabei Geschlechtsverkehr mit sich selbst hat. Ja, hat er die Hand vorne dran, dann dreht er sich um, dann packt er sich hinten so einen Buttplug rein, so mit Hundeschwänzchen und wappelt dann ein bisschen. Eine Apfelsine packt er sich hinten rein. Ja. Ist richtig. Ja. Ich würde ihm ja lieber mal einen Kaktus hinten, aber ist eine andere Geschichte. Oh, das ist aber auch mal süß. Ja, ne? Ich komme schon auf Ideen. Ist ja nicht auch schon noch wieder in Fahrt, Margot. Ja. Na, jetzt haben wir jemanden Neuen dort drüben. Ja. Das ist Präsident Biden und der ist jetzt schon der älteste Präsident bei Amtsantritt, wohlgemerkt. In aller Zeiten, aber muss man auch sagen, ich glaube, der ist jetzt 73, 74. Nein, der ist schon älter. Was? Ist der schon älter? Also geht auf jeden Fall schon stark auf die 80 zu. Ach echt? Lass ihn 76 sein. Ich dachte, die wären jetzt nicht so weit auseinander. Aber gut, ja okay, ich glaube, ist er 78 oder sowas. Er sieht halt auch älter aus. Der allerälteste Mann. Ja. Ja. Ich frage mich, haben die die Demokraten nicht wenigstens mal irgendjemand Jüngeres im Angebot? Ich verstehe das nicht. Jetzt aber, oder um halt dann die konservativen Wähler irgendwie einzufangen, haben sie Biden genommen. Ja, oder? Ich glaube, nach der katastrophalen Geschichte der letzten 4 Jahre brauchten sie jetzt irgendwie was Gesettetes. Und der hat ja auch so eine Biografie, wo sich Amerikaner irgendwie auch wiederfinden. Die Frau und ein Kind ist irgendwie bei einem... Sein Sohn ist am Kriegseinsatz umgekommen. Ne? War das nicht auch, so? Was war denn nochmal? Es gab bei seiner ersten Vereidigung seine Frau und die Tochter oder irgendwie sowas ist ums Leben gekommen bei einem Autounfall. Ach Gott, und später ist dann irgendwie sein Sohn... ist der nicht irgendwie an Krebs verstorben oder sowas? Jetzt, also wir müssen besser recherchieren, Margot. Ich war auch auf das Thema nicht aus. Ich auch nicht. Ich wollte nur kurz erzählen, dass wir in Deutschland ja auch schon mal einen sehr, sehr alten Staatsmann hatten, nämlich Konrad Adenauer. Ja. Der war bei seiner Vereidigung 1949, da war der 73. War der 73, da, ja. Da ging das erst los. Ja, da ging das erst der los. Der hat von dem Zeitpunkt aus noch 14 Jahre gemacht. Ach, so lange? Der war Ewigkeiten. Meine Güte. Ja gut, aber man muss dazu auch sagen, also auch gerade immer, wenn ich so im RBB, jetzt sind wir wieder bei unserem RBB, liebe Margot, da gibt es immer so wunderbare Dokumentationen, so dass Berlin von vor 35 Jahren so ein Jahr begleitet und so. Mir fällt halt auf, früher sahen halt ältere Menschen auch älter aus als heute. Ja, also dass Männer auch mal Hüte getragen haben, das macht ja schon mal sehr alt und ne, das ist heute anders irgendwie. Na, die sind halt alle irgendwann so ein bisschen vom Leben gezeichnet. Ja, du auch. Ja. Dann guck dich doch mal an, wie du heute schon wieder aussiehst. Ja, ich sage ja immer. Verlottert. Ich sage ja immer lieber vom Leben gezeichnet als von Margot geschminkt. Was habe ich neulich gehört? Als jemand hatte zu meinem Make-up neulich gesagt, mutig. War in der Wendy wieder eine Schminkpackung drin? Ja. So. Freue ich mich, danke. Sehr schön. Jedenfalls hast du die Vereidigung gesehen? Teilweise tatsächlich nur, weil ich da im Büro saß und das nicht live sehen konnte. Ach so, okay, gut. Ich hatte frei an dem Tag. Du alte Scheiße. Ja, muss ja, ne? Also ich hatte jede Menge Zeit auf jeden Fall und habe es gesehen, Nationalhymne hat Lady Gaga gesungen. Sowieso bin ich ja absolut begeistert davon, dass so mega Superstars, aber auch so schwulen Ikonen ja auch aufgetreten sind. Ich meine, Jennifer Lopez, Katy Perry, Lady Gaga. Also das sind ja alles sehr schwule Stars. Ja? Lady Gaga ist auch Lady Gaga. Und wenn du überlegst, bei Trumps Vereidigung, da wollte ja keiner auftreten. Nein. Nur Absagen bekommen. Ich glaube, der Trump hat gekotzt, glaube ich. Oder? Ja. Also abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass er das gesehen hat. Ach so, ich dachte, es war seine eigene Vereidigung, hat er gekotzt. Bei beiden hat er gekotzt. Ach, das hat er auf jeden Fall gesehen. Ja, also, hat er heimlich. Aber vielleicht ist ihm das auch mittlerweile völlig egal, weil der sitzt in Florida jetzt mit seiner Melania in seinem Golfclub und lässt sich gerade mit Öl einreiben. Und sie bereitet die Scheidung vor. Nee, das habe ich ja wieder Fachwissen. Oh, und zwar habe ich bei Frau Ludowig natürlich wieder gesehen, ist ja klar. Die haben jetzt einen neuen Ehevertrag gemacht. Das ist natürlich jetzt auch Unsinn, aber exklusiv haben sie es so gesagt, der es Melania verbietet, sich von Donald Trump zu trennen. Ich glaube nicht, dass in einem Ehevertrag sowas verboten werden kann. Nein. Oder? Nein. Also ich glaube, sowas ist rechtlich nicht möglich. Nein. Aber das so haben sie es da erzählt. Und sie bleibt jetzt bei ihm.
und zieht mit ihm wahrscheinlich nach Florida, weil in New York will ja keiner mehr die zwei sehen. Nein, wenn man so etwas machen würde, du dürftest dich nicht von mir trennen. Ich glaube, so nennt man das nennt man dann, glaube ich, Sklaverei. Ja, genau. Also, wobei in den USA ist das ja auch, das sind ja einige noch die so ein bisschen. Die haben ja Erfahrung so damit speziell. Auch. Hast du das Kleid von Lady Gaga, Lady Zsa Lady Zsa. Ja, natürlich habe ich das gesehen. Also, meine Bitte, das war, also, war toll, ja. Also, es sah von hinten ein bisschen aus wie so ein nach außen gestülpter Enddarm. Also, war, ja, muss ich sagen, wie nennt man sowas? Prolapse heißt das, glaube ich, im Porno-Jargon. Ja, okay, gut, ja. Aber nee, also es war jetzt, es war halt opulent, aber ich fand, das war jetzt nicht ihr tollstes Kleid. Nein, aber sie hat eine goldene Brosche gehabt, so eine Friedenstaube. Riesige Taube, ja. Und ein Gold, also sie hat goldene Ohrringe, riesige goldene Ohrringe gehabt, mit denen sie so ein bisschen so diese In-Ear-Monitore versteckt hat. Ja, das war toll, stimmt. Das war sehr raffiniert gemacht. Ja. Und sie hat ein goldenes Mikrofon, interessanterweise ein Kabelmikrofon. Ja, vielleicht. Das fand ich auch spannend. Naja, du bist ja die Nerdin von uns beiden. Kabelmikrofone sind ja vom Sound immer besser, gerade beim Singen, als Funkmikros. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr, wobei viele Funkmikrofone guter Qualität auch mittlerweile ziemlich toll dabei. Die müssen halt jetzt sparen halt auch da, ja, im Kapitol. Ja, die müssen ja alles wieder auch aufbauen, was da zerstört wurde. Und da hat es nur noch für Kabelmikrofone gereicht, für die Lady Zsa. Haben sie das Gold halt eingeschmolzen. Was da auch so rumhängt. Da hat auch so ein berühmter US-Country-Sänger, ich kenne mich jetzt in der Country-Szene nicht so gut aus, der hat Amazing Grace gesungen, so eigentlich so die Hymne der Schwarzen dort. Er selber ist weiß und er hat zum gemeinsamen Singen aufgerufen, was ja schon ein Zeichen eigentlich ist. Und er selber ist eigentlich ein überzeugter Republikaner. Ach so. Und das ist eigentlich das Besondere. Halt, ne? Ja, natürlich. Und das ist eigentlich das Besondere, dass ein Republikaner trotzdem daran teilnimmt und gemeinsam zum gemeinsamen Singen auffordert. Das ist schon ein Zeichen gewesen zur Versöhnung. Also werden schon viele Zeichen gesetzt. Meinst du denn, dass die Künstler und Künstlerinnen, die da aufgetreten sind, ob die da ein Honorar bekommen oder ob das einfach Pflicht am Land ist, wenn man da gefragt wird? Das ist eine gute Frage. Oder? Also in Deutschland, glaube ich, dürftest du auf gar keinen Fall umsonst auftreten, weil der Staat darf dich ja nicht ausbeuten. Da ist alles gesetzlich geregelt in Deutschland. Da kriegst du auf jeden Fall eine Gage, ein Honorar, immer wenn du da irgendwas machst. Das darfst du da gar nicht ehrenamtlich machen. Wie das in den USA ist, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, ich habe nur drüber nachgedacht. Ja, aber ich glaube, die werden schon ein bisschen was bekommen. Wahrscheinlich. Dafür, oder? Aber andererseits, du weißt ja auch, der die Amerikanerin an sich ist ja gerne auch sehr patriotisch. Ja. Ja, und vielleicht, wir wissen es nicht, wir mutmaßen. Völlig. Also es war immer eine gigantische, künstlerische, sensationelle, große Einführung des Ganzen. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden das in Deutschland auch so machen. Mit der Frau Merkel, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja, das ist halt aber auch, das ist mir auch wieder aufgefallen, Margot. Das ist halt, das sind die Amis, die können halt Showbusiness und die lieben auch Showbusiness. Ja. Und das war eine riesige Unterhaltungsgala. Ja. Also fast noch besser als die von Jörg Pilawa zu Silvester, muss ich sagen. Ja. Fast. Ja. Aber das ist halt einfach, wie man Politik zu so einer Show machen kann, das können nur Amis. Ja, natürlich. Ich meine, in Deutschland, was sollte da irgendwie passieren? Irgendwie, dann stell dir mal vor, irgendwie die Baerbock wird jetzt Bundeskanzlerin und dann singt dann Roberto Blanco lebt. Ach, der lebt noch? Roberto Blanco lebt doch noch, oder? Toni Marshall? Nee. Der ist tot. Der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Oder wechselt die beiden immer. Also Roberto Blanco ist der mit ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß. Genau. Ja, und stell dir mal vor irgendwie, also die Baerbock wird jetzt Bundeskanzlerin und dann kommt er, ist ja bekennender CSU-Anhänger und CDU-Anhänger, kommt dann und singt ein bisschen Spaß mit in dem Bundestag. Es wäre schön piefig deutsch, so wie Deutschland nun mal ist. Würde mich nicht wundern. Ja, oder Regenbogenfarben. Von der Kerstin Ott. Kerstin Ott, genau, richtig. Ja, das ist so ausgeflippt für den Bundestag. Das geht gar nicht. Ne? No. Selbst Helene Fischer wäre schon irgendwie, wenn sie sich plötzlich von der Glaskuppel runter sein lassen würde im Bundestag. Ach, es wäre großartig, das Ganze live übertragen in 80 internationale Länder und ja, das ist fast so ein ESC, so ein kleiner dann auch. Genau, ja. Natürlich, ja. Am tollsten fand ich wirklich den Auftritt von der Katy Perry. Hast du den noch gesehen? Ich habe das später nochmal nachher gesehen, weil das war erst am späten Abend dann. Ja. Das war also bei uns war es ja mitten in der Nacht dann. Ja, ich habe das auf YouTube mir angeguckt. Ja, ich auch. Ja. Das sah toll aus. Ja, also weil sie hatte ein weißes Dress an, ich weiß nicht, ob es ein Kleid war, es war auf jeden Fall so was Mantelartiges, sehr, sehr strenges, so ein bisschen Jill Sander-mäßig. Und dann steht die vor diesem, wie heißt das Gebäude, wo der Lincoln drin sitzt?
in Washington. Das Gebäude, ist so ein Monument, Lincoln Monument, glaube ich. Und der ist natürlich ganz pathetisch und patriotisch beleuchtet und sie steht dann so 200 Meter entfernt davor und wird auch beleuchtet und dann dreht sie sich um zu diesem Obelisken und dann geht über ganz Washington zu Fireworks, was sie singt, das Feuerwerk los. War das echtes Feuerwerk? Ich würde sagen, ja. Ja, es sah sehr echt aus. Ja, aber weiß man ja alles nicht. Nee, ne? Und dann wurde er umgeschwenkt und dann standen Joe Biden und seine Frau, wo ich den Vornamen vergessen habe, stehen ja dann auf dem Balkon des Weißen Hauses und schauen auf das Feuerwerk und es war wirklich, das war wie ein Hollywood-Film. Es war großartig. Also kein Hollywood-Finale wäre besser inszeniert. Quietscht mein Stuhl heute schon wieder eigentlich? Das kann sein. Du guckst schon wieder komisch. Nein, ich gucke immer komisch. Das stimmt. Das liegt an deinem komischen Gesicht. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass du heute mit dem Make-up, mit dem Lippenstift ans Mikrofon rankommst, weil das kriege ich ja nicht mehr ab. Verstehe, davon. Verstehe, ja. Ja, gut. Ja, also es ist dir auch aufgefallen, dass viele Gäste bei dieser Einführung in so lila oder in pink da war oder ein rosa da war. Nee, ist das so gewesen? Ja, viele hatten so ein Pink-Accessoire mit dabei oder so ein, oder komplett in lila irgendwie gekleidet. Na, warst du nur in Pink oder lila? Ja, beides. Also beides. Es war Pink, es war rosa, es war lila, also eine Mischfarbe halt irgendwie aus. Aus dem Fliederbereich. Ja, aus dem Fliederbereich. Okay. Genau. Ich glaube, alle Heterosexuellen werden jetzt diese Stelle längst überspult. Schon seitdem wir von Lady Gagas Kleid sprechen, sind die alle schon wieder raus. Aber ich glaube, laut meiner Statistik glaube ich übrigens nicht, dass wir so viele Heterosexuelle Userin haben, was unseren Podcast angeht, glaube aber das ist nicht. Eine andere Geschichte. Nein, ich kann dir was zu diesen Farben nämlich sagen. Ist ja schön, dass dir das nicht aufgefallen ist. Na toll. Ich kann trotzdem klugscheißen. 30 Sekunden klugscheißen mit Margot. Wenn sie es denn in 30 Sekunden schafft. So, denn die Farbe nämlich, das Lila und das Rosa, ist ja die Farbe der Frauen, der feministischen Bewegung. Und es kann auch eine Verknüpfung sein zwischen dem Blau und dem Rot, was ja jeweils für die Demokraten oder die Republikaner steht. Weil Lila wird ja gemischt aus Rot und Blau. Genau, richtig. Ja. Also das ist sozusagen eine vereinende und feministische Symbolik gewesen. So sieht's aus. Falls es übrigens gerade im Hintergrund knistert, die Schressika hat gerade meine Schokobons gefunden. Die haben gerade so angelacht, Margot. Ich liebe Schokobons. Die sind ja auch sehr lecker, ja. Wir kriegen jetzt kein Geld dafür. Ach so. Ja, Trump haben wir jedenfalls, der konnte nicht verabschiedet werden, wie das sonst jeder andere Präsident ja wird, weil normalerweise der alte Präsident lädt ja den neuen ins Weiße Haus ein. Trump natürlich nicht gemacht. Geschenkübergabe, nettes Gespräch und so weiter. Und dann wird der alte Präsident wird dann nochmal mit dem Präsidenten Hubschrauber weggeflogen. Das veranlasst dann der neue Präsident, so im Sinne von, was toll, gut, jetzt flieg weg, darf nochmal den Präsidenten Hubschrauber nutzen, wie nett. Trump ist das ganze Jahr umgangen, er war halt nicht mit dabei. Er hat aber dem Biden auch, das ist ja auch sehr üblich bei der Präsidentschaftsübergabe, dass er einen Brief hinterlassen hat. Ja. Aber man weiß nicht, was drinsteht, weil das will Biden noch nicht sagen. Er wird es aber vielleicht irgendwann veröffentlichen. Ja. Ich weiß ja schon, was da auf dem Brief draufsteht. Ja, was? Person, Man, Woman, Camera, TV, genau. Dachte ich mir so, ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Und ich hatte auch die Befürchtung, dass dann nur draufsteht, I'll be back. Oder so, ja, gut, aber Gott. Und dann hat er bestimmt auch mit diesem dicken schwarzen Filzstift geschrieben, mit dem er immer auch seine Unterschrift auf die Dekrete. auf die Dekrete. Weißt du, was ich meine? Da haben wir so einen riesigen Stift immer unterschrieben. Ne? Wenn du jetzt riesiger Stift und Sekrete sagst, da habe ich ganz andere Bilder im Kopf, Sehr kleine Hände, deshalb braucht er so einen großen Stift. Ist klar. Ja, wir hatten in Berlin oder in Deutschland hatten wir auch eine ganz, ganz große Wahl, die lief mindestens genauso glamourös ab. Mit Friedrich Merz kann alles nur glamourös ablaufen. Norbert Röttgen und dann natürlich Armin Laschet, der gemeinsam mit Jens Spahn ein Team gebildet hat. Ach, das wusste ich noch nicht. Ja, doch, Laschet-Spahn. Ach, die sind eine Doppelspitze jetzt, oder was? Naja, die wollen halt als Team. Die treten als Team Das ist mir neu. Ja. Hab ich was gelernt von dir, Margot? Naja, der Spahn hat Ambitionen und der Laschet dass er es nicht kann. Also das. So, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Laschet wird immer unterschätzt, weil er halt einfach aussieht wie ein Hobbit. Das ist halt sein großes Problem. Man nimmt ihn halt ungern ernst. Das ist wahr. Ja. Und aber man möchte ihm auch ein bisschen streicheln in den Arm nehmen. Ja. So. Und hast du mal seine Frau gesehen?
Frau Hobbit? Frau Laschet. Nee. Wenn ich dir kurz dazwischen grätschen darf, gerne. Oder wolltest du gerade was Wichtiges sagen? Nein, glaube ich gut. Dir auch nicht. Nein. Ja, jedenfalls, und zwar seine Frau, nennen wir sie jetzt mal Gisela, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Die ist ja noch einen Ticken kleiner als Armin Laschet, also wahrscheinlich 1,35 oder so. Und die war neulich in der NDR Talkshow oder Riverboat oder irgendwie eine von diesen dritten Programm Talkshows. Und da hat sie erzählt, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann begann ja mit Prügel seinerseits. Also er hat sie ganz, ja, das hat sie in der Talkshow erzählt, weil die kennen sich wohl schon seit Schulzeiten. Und er hat sie früher verkloppt. Und dann irgendwann sind sie dann zusammengekommen. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt sind wir zusammen, jetzt bleiben wir auch mal zusammen. Und dann wurde sie halt gefragt, so, naja, aber Mensch, warum sind sie denn dann auch zusammengeblieben, wenn es gar nicht so die große Liebe ist? Und hat sie wirklich gesagt, ja, naja, man hat sich auch beiderweitig immer auch so umgeguckt nach anderen, aber da kam halt jetzt niemand wirklich großartig, jetzt sind wir halt einfach zusammengeblieben. Und da dachte ich so, was für eine traurige Beziehungsgeschichte, ja, oder? Ja, das ist wirklich... Also ich war wirklich fassungslos. Wir packen den Link in die Shownotes. Das ist unser neues Ding übrigens, Margot. Ja, ja. Weil das machen alle PodcasterInnen. Okay, ja. Wir haben Shownotes. Wo gibt denn das? Bei Spotify. Ja. Und da, wenn wir so Links oder Informationen, über die wir sprechen, wo es so Links zu gibt, dann packen wir die Links zu rein, können unsere HörerInnen das dann nochmal nachlesen. Faszinierend. Ja, schreib dir gleich mal auf, Margot, irgendwo, dass wir das in die Shownotes packen. Ich habe keinen Stift, aber ich nehme mal meinen Donald Trump Stift und schreibe das mit meinem Sekret auf. So viel dazu nochmal. Oh Gottchen. Nee, also jetzt jedenfalls die drei sind ja angetreten und gewonnen hat ja dann jetzt der Armin Laschet. Ja. Ne? Im Stichfinale nachher gegen den Friedrich Merz. Und wobei ist es eigentlich auch die Wahl zwischen Pest, Cholera und Syphilis? Oder? Es ist halt schon wirklich bezeichnend, liebe Margot, dass man mittlerweile sowas sagt wie, ach, zum Glück ist es nicht der Merz geworden. Ja. Und dass man schon so kleine Ansprüche nur noch hat. Das ist traurig, ehrlich gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Aber gut, jetzt ist es halt der Laschet geworden. Und glaubst du, wird der Kanzler oder wird der sich demnächst mit dem Söder treffen? Der Laschet? Ja. Und wird der sich mit dem Söder einigen und dann... Das Bundestagswahl ist dieses Jahr, ne? Das ist dieses Jahr. Oh, ich weiß nicht, also ich glaube, der Söder, der hat so viel Ego, der braucht den Kanzler als sein Amt, der Söder. Und der wird den Laschet, ich kann mir das gut vorstellen, das... Unterbuttern. Ja, schlechte Nachrichten für euch da draußen, aber wir kommen gleich noch zu ein paar lustigen Sachen auf jeden Fall. Jetzt nämlich nagelneu, Bodo Ramelow steht in der Kritik. Ja. Denn er spielt Candy Crush. Das ist dieses Spiel, ne? Das ist dieses Spiel. Ich habe das noch nie gespielt. Das ist dieses Spiel, wo du Bonbons zerdrücken musst. Ja, ja, das spielt er. Das spielt er. Ja, und? Er spielt es, das kam jetzt raus, und zwar ist er ja auch angemeldet auf dieser wunderbaren App Clubhouse, über die wir später noch reden werden. Das neue Ding. Das neue Ding irgendwie, wow. Mhm. Und Clubhouse, alles das, was dort gesprochen wird, darf nicht mitgeschnitten werden, darf nicht zitiert werden, aber es interessiert natürlich die Presse hier in Deutschland nicht so wirklich, zumindest einige, und sie haben es mitgeschnitten und sie haben es zitiert und dort hat er halt gesagt, dass er während der Ministerpräsidentenkonferenz Candy Crush gespielt hat. Allerdings, was untergegangen ist, ist das Wort Pause. Weil er hat gesagt, er spielt das immer während der Pausen der Ministerpräsidentenkonferenzen. Gott, ist das lange. Und so bei einer Ministerpräsidentenkonferenz, da schafft er gerne mal so 10 Level, hat er gesagt. Ach so, naja, aber es zieht sich ja manchmal auch ein bisschen. Tatsächlich habe ich aber jetzt neulich im Radio 1 Medienmagazin gehört, das liebe ich über alles. Das ist auch eine Empfehlung für Leute, die sich für Medien interessieren, wie Medien gemacht werden und was auch dahinter steckt. Das ist ein Podcast von Radio 1 auch. Und da haben sie darüber auch gesprochen, über diese Clubhouse, aber wir reden nachher nochmal über Clubhouse. Wir reden nachher nochmal über Clubhouse, machen wir. Halte ich Menschenhütchen. Das wird spannend werden, weil wir haben viel zu sagen noch. Ich würde sagen, wir sind jetzt durch mit Danke Merkel, oder? Ja, bitte. Klatsch, Tratsch und andere Belanglosigkeiten. So, sind wir jetzt soweit? Ja, wir sind soweit. Du schweigst schon wieder, ich schweige nicht. Bedeutungsschwanger. Ich wollte diesen Jingle noch auslaufen lassen. Ach so, ja, weil ich verstehe. Lass uns über den neuen LSVD-Vorstand sprechen. Erklär es ganz für alle HörerInnen, die nicht in Berlin wohnen. Der LSVD Berlin-Brandenburg ist so ein bisschen so für uns so, naja, wie soll ich sagen, ist so
ist schwierig mit dem LSVD Berlin-Brandenburg. Ja, ich machen sie es halt auch selber schwierig. Andererseits muss man auch sagen, dass die Berliner Szene wirklich auch eine sehr kritische Szene ist und eine Community ist. Was ja auch spannend und toll macht. Ja. Ich glaube, man hat es einfach in öffentlichen Positionen generell einfach nicht leicht. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber man kann es sich auch richtig schwer machen. Ja, das stimmt. Und der LSVD Berlin-Brandenburg kam nach jahrelanger Kritik bezüglich seines bisherigen Geschäftsführers endlich auf die glorreiche Idee, wir machen doch jetzt mal eine Doppelspitze, weil uns wird ja immer untersagt, dass das L für Lesben in LSVD doch sehr gering drin vorkommt. Ja. Diversität würde da nicht so groß geschrieben, irgendwie ist halt alles nicht so präsent. Und daraufhin hat man gesagt, gut, wir geben uns jetzt mal eine Doppelspitze. Und eine gute Idee an dann sich. Wählten sie in ihre Doppelspitze zwei Cis-Männer. Ja. Also weiße Cis-Männer, wieder keine Frau dabei. Aber wenigstens einer ist so ein Twink. Wenigstens was Junges und was Altes haben wir. Sie haben was Junges und was Altes, ja, okay. Und einer tauchte jetzt plötzlich auf dem dazugehörigen Pressebild auch noch auf einmal im Fummel auf. Wurde der so zurechtgemacht von jemandem anders oder hat er sich selber aufgedragt? Weiß ich nicht. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass er sich das selbst gemacht hat. Ja, er hat dann auch noch kommentiert, dass er schon seit 20 Jahren im Fummel ist. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Auf großen Events auch immer vertreten ist. Noch nie von der gehört. Naja, das ist halt so, weißt du, wenn du dich zweimal im Jahr zu den großen Events zu Straßenfest und CSD schminkst, dann ist das noch lange nicht irgendwie Drag in diesem Sinne. Das stimmt. Aber ich fand das ein bisschen sehr so Missbrauch eigentlich. Du hast es ja schön, wie hast du es genannt? Dragfacing. Dragfacing. Das finde ich wirklich ein ganz tolles neues Wort. Hashtag Dragfacing. Dragfacing, ja. Wirklich, das trifft es ganz genau. Und ich muss auch wirklich sagen, du weißt ja, ich bin ja studierte Kommunikationsdesignerin. Ach, ja. Und ich erkenne sofort, wenn auch ein Bild halt einfach überphotoshoppt ist, ja. Und das Bild ist sowas von Photoshop, da ist ja keine einzige Pore mehr drauf. Also ich möchte nicht wissen, wie lange da ein armer Mensch dran gesessen hat, damit das Bild irgendwie nett aussieht. Und dann mit diesem trutscheligen Hintergrund, also ich finde das ganz schlimm. Auch vom Stil her ganz schlimm. Aus grafischer Sicht, ja. Aus grafischer Sicht, ja. Ja, also gut, Chance wurde nicht nur vertan, sondern man hat einfach mit der Chance, sich eine Doppelspitze zu geben, exakt das zementiert, was seit Jahren in diesem LSVD eigentlich kritisiert wird. Das ist so aus der Berlin-Blase jetzt mal, wir gehen mal ein bisschen raus aus der Berlin-Blase. Es wird allerdings jetzt nicht besser. Ja, du meinst, jetzt wird es richtig irrelevant. Es wird richtig irrelevant. Raffi und Sam. Ja. Erzähl nur mal ganz kurz, das sind die mit dem Balkon von Gran Canaria, oder? Ja, das sind die beiden, ich sage immer, Dummfluencer. Ja, wo einer jetzt im Dschungel ist. Da ist jetzt einer im Dschungel, darüber reden wir später noch ganz ausführlich. Sehr gerne. Der Dschungel kommt ja auch noch vor. Eine große Dschungelrubrik auch diesmal. Ja, da freue ich mich schon sehr auf die große Dschungelrubrik. Ich mich gar nicht, aber das ist ein großes Thema. Also Raffi und Sam, das waren die beiden, die Lampe aus dem Fenster geschmissen haben, deshalb aus dem Hotel rausgeflogen sind, im Fahrstuhl stecken geblieben sind und die haben eine große Silvesterparty gemacht, bei der nicht nur sie beide anwesend waren, sondern offensichtlich mehr als nur ein weiterer Haushalt. Davon habe ich gar nicht gehört. Ja, warst du wieder irgendwie auf Instagram unterwegs? Naja, woher hast du diese Informationen? Ich krieg sowas immer mit. Außerdem habe ich natürlich total tolle Fans, die mir sowas auch schicken. Du hast Fans? Ich habe Fans. In der Seniorenresidenz Herrenstift 2 in Wilmersdorf 1? Nein, nicht da, wo du wohnst, sondern genau, schon woanders. Ich habe Fans im Internet. Die beiden haben also eine ganz, ganz große Silvesterparty gemacht, die dann auch von der Polizei aufgelöst worden ist. Und dann haben sich die beiden aber auch beschwert, weil es geht ja eigentlich jetzt gar nicht so zu Corona-Zeiten und sowas ist alles total blöd und voll doof. Blöd alles, ja. Selbst an Silvester dürfen wir nicht mal ein bisschen Spaß haben. Echt schlimm, oder? Ich nenne sie Dummfluencer. Ja, Dummfluencer. Wirklich, die sind ja Sinnfluencer. Die sind beide vielleicht total knuddelig und lieb, aber auch wahnsinnig dumm. Ja, also ganz ehrlich, wirklich, Margot, weil das ist ja, mit dem Dumm ist ja auch immer so, es ist ja auch relativ. So ein Ding, ja. Ich würde eher sagen, halt ein bisschen einfältig, aber ehrlich gesagt, mir geht halt dieser Egoismus so auf die Nerven, was sie ja halt auch schon in dieser Hotelgeschichte hatten. Ja. Es geht nur darum, ich, das ist meine Meinung und ich finde das, es geht ja nur um sie selbst. Und sowas macht mich
wahnsinnig. Da kann auch jemand dann noch so dumm sein, aber wenn irgendwie ein bisschen Empathie da ist, dann ist es doch alles wunderbar. Aber bei den beiden sträuben sich mir die Nackenhaare. Einer von beiden war jetzt im Dschungel, ist auch weitergekommen bisher. Wir haben jetzt noch nicht das Finale gesehen, das müssen wir jetzt ganz kurz schon gestehen an der Stelle. Ja, das Finale kommt. Das werden uns unsere HörerInnen verzeihen. Das werden sie uns auf jeden Fall verzeihen, genau. Ich würde sagen, wir bleiben kurz bei RTL. Mein RTL. Ja, dein, ach, das gehört dir. Das Gott sei Dank nicht. Ne? Also ich muss ja wirklich sagen, als jetzt DSDS wieder angefangen hat, und ich habe dann wirklich durch Zufall vorbeigeschaltet, weil ich wusste gar nicht, dass das schon wieder losgeht. Ja. Aber wenn ich halt so sonntags hirntot auf dem Sofa liege, dann brauche ich halt auch richtig so dummen Fernsehen. Ach, herrlich. Und da ist ja RTL immer perfekt. Entweder läuft Supertalent nachmittags oder DSDS. Und dann fiel mir das auf und das ist halt auch so eine Scheißsendung. Und jetzt haben sie ja wenigstens den Wendler rausgeradiert. Ne? Rausgeschnitten, rausradiert. Manchmal ist da irgendwie ein Zeichen drüber irgendwie. Oder manchmal haben sie so rausgeblurrt, also so verschwommen gemacht. Und sieht immer aus, als ob der gebeamt wird. Dann. Ja. Und jetzt gibt es, diese Castings werden ja auf einem Schiff gemacht oder wurden auf einem Schiff gemacht. Und überall stehen Pappfiguren von der Jury. Und da mussten natürlich auch, weil der Postproduktion muss auch nachgucken, steht jetzt die Pappfigur von Maite Kelly im Hintergrund, von Dieter Bohlen oder aber vom Wendler. Wo stehen denn da Pappfiguren? Unten drin. Sag mal, hast du das nicht gesehen? Ja doch, aber das muss dann auch ausgeblurrt werden. Also ich muss ja wirklich sagen, ich finde von der Produktionsfirma, die das macht, ich finde die Idee mit diesem Dampfer ganz, ganz toll und ich finde ja auch, das ist wahrscheinlich der Rhein, oder, wo die langfahren. Ja, das ist der Rhein. Und ich finde ja wirklich, den Rhein, es ist ja wirklich deutsches Kulturgut, muss man ja sagen. Ja, sehr. Und nee, aber wirklich, das ist so eine pittoreske Gegend, Und da schippert man ja von einem Tal zu einer Burg zur nächsten. Ja. Und ich wollte schon immer mal eine Flusskreuzfahrt machen. Wirklich, du nicht? Ich stelle mir das so romantisch vor, aber ich glaube halt, man ist halt dann da wirklich mit Abstand die allerjüngste Person auf so einem Schiff. Weil also ab 80 ist, glaube ich, da aufwärts ist da so Publikum bei so einer Sicherheit. Und dann riecht es halt immer nach Pusche, dann liegt man Gebiss irgendwo rum und da hat man auch keine Lust drauf. Ja, und es riecht auch nach altem Fisch. Das ist jetzt, also nach rein. Altem Fisch? Naja, Flüsse riechen immer nach Fisch irgendwie, gerade im Hochsommer. Das riecht immer nach Fisch dort. Was denn? Yes. Du warst noch nie am Rhein, oder? Na doch, in Köln war ich schon. Ja, in Köln. Ja, aber in da riecht es nicht nach Fisch. Nein, da sind andere Substanzen, die das noch verdecken. Das ganze Kokain, was da in den Fluss runtergeschippert wird. Ja. Ne? Das neutralisiert also, ja auch den Fischgestank. Den Fischen dort geht's gut. Die schwimmen so richtig schnell immer durch Köln durch und dann direkt nach Düsseldorf rüber. Ne? Die schwimmen manchmal so schnell, dass die gar kein Wasser dafür brauchen. Das sind die fliegenden Fische. Das sind die fliegenden Fische. Ja. Die sind da manchmal einen Meter über meinen, da fliegen die drüber hinweg. Das ist schön bunt hier. So, also bis die Wirkung nachlässt und dann müssen wir da einen Meter tauchen. Nee, warum ist denn der Wendler eigentlich rausgeflogen? Naja, weil der hat in irgendeiner von seinen wahnsinnigen Insta-Stories hat er jetzt das Wort KZ verwendet und zwar in Bezug darauf, die Corona Lockdown-Maßnahmen sind so wie als ob man im KZ wäre oder wie war der Spruch? Stimmt, genau. Ja, genau. Er sagte KZ Deutschland. KZ Deutschland. Und er meint jetzt im Nachhinein, als er dann angegriffen wurde, deshalb meinte er natürlich das als Krisenzentrum, Abkürzung für Krisenzentrum. Natürlich. Das ist dann, woher soll man denn wissen, dass diese Abkürzung KZ schon irgendwie verbraucht ist? Irgendwie? Das kann man ja nicht wissen. Ich meine, guck mal, unseren Nase-Mundschutz durch Acrylpolyester nennen wir ja auch nicht NSDAP. Also als Beispiel zum Beispiel. Wo hast du den Witz jetzt her, Margot? Oder zum Beispiel unser nächster Podcast-Termin, unser Next Podcast-Day nennen wir auch nicht NPD. Also so als Margot. Und wir haben so einen wahnsinnig langen Podcast immer und ich muss immer abkürzen. Und ich möchte immer zur Begrüßung sagen, HJ, also Hallo Jurassica. Das ist die Abkürzung. Auch süß, ja. Also woher soll man denn wissen, dass solche Buchstabenabkürzungen irgendwie schon belegt sind? Kann man nicht wissen. Nein. Deshalb tut mir der Wendler auch ganz, ganz doll leid jetzt. Weil er nicht so viel weiß. Aber Margot, ihm steht jetzt auch eine große Karriere bevor bei OnlyFans. Sind sicher. Zusammen mit Donald Trump und mit Bastian Jotta. Ach, großartig. Ja. Aber die mal so ein Dreier wäre doch mal geil. Da hätte ich richtig Appetit drauf, Mann. Ja, wenn die drei einen Dreier machen, ist mir das egal. Wenn ich nicht dabei sein muss, ist alles gut. Hauptsache, sie halten die Kamera nicht für OnlyFans drauf. Oh, ja, naja, mal gucken. Gottchen, nein, nein, nein. Okay, gut.
Die große Dschungelrubrik. Das Wichtigste, Interessanteste und Despektierlichste über die Dschungelstars 2021. Ja, Mara, Dschungel, ich meine, das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, möchtest du was dazu sagen? Eigentlich gar nicht. Ich auch nicht. Das war die große Dschungelrubrik. Das Wichtigste, Interessanteste und Despektierlichste über die Dschungelstars 2021. Aber wozu ich was sagen möchte, liebe Bitte, Margot, ja. Ist, also wirklich, das ist auch absolutes Hirntotenfernsehen, aber Claudia Oberts House of Love. Das, bitte erzähl's mir, ich hab's nicht gesehen. Das habe ich neulich erst durch Zufall entdeckt, weil meine gute Drag-Kollegin Barbara Wolk war neulich bei mir, weil wir neue Videos planen. Egal. Ja. Und die guckt ja nur so Hirntotenfernsehen. Die ist ja wirklich abhängig von sowas. Und die sagte, du musst Claudia Oberts House of Love sehen. Und die hat ja auch so ein, ist es auf Join oder? Ich glaube, auf Join läuft das. Oder dieser TV Now, glaube ich. Irgendwas. Frag mich, keine Ahnung, wo das läuft. Also eins von diesen zwei. Und die hat auch so einen Premium-Zugang. Und dann haben wir uns Claudia Oberts House of Love angeguckt. Du weißt doch, wer Claudia Obert ist, oder? Ich weiß, wer Claudia Obert ist, ja. Natürlich. Ja. Wer nicht weiß, wer die ist, und zwar auch ein Reality-Gewächs, aber ursprünglich ist sie halt wirklich Unternehmerin, hat mehrere Boutiquen in Deutschland verteilt und hat, glaube ich, ihr Geld schon gemacht in ihrem Leben. Führt fürs Fernsehen einen sehr opulenten Lifestyle. Man kennt sie dadurch, dass sie halt immer Champagner trinkt. Sie trinkt. Dauernd, ja? Dauernd. Das wird ich war in ihrer Boutique drin auch mal und da hat sie dort spontan am Kudamm ist die, oder? Ja, in der Nähe vom Kudamm, ja, genau, an der Seitenstraße vom Kudamm. Und auch da hat sie mit ihrem Glas Champagner dort gestanden und getrunken. Also und die trinkt. Ja, die trinkt halt gerne, aber das finde ich ja immer sehr sympathisch. Ja. Ihr würdet euch eigentlich gut verstehen. Ich glaube schon, dass wir uns wirklich gut verstehen würden. Die könnte noch was beibringen in Sachen Trinken. Ich will die ja mal in meine Late-Night-Show einladen, aber ich weiß aber nicht, ob sie kommen würde. Ich frage sie mal. Ja, frag sie mal. Die Stöckel kennt die doch. Ich frage mal die Stöckel. Ja. Die Stöckel kennt ja sowieso alle. So, das stimmt. Jetzt pass auf. Und das ganze Ding ist so wie der Bachelor eigentlich. Also sie ist Hähnen im Korb und 10 Männer ziehen in ihr House of Love und buhlen um ihre Gunst. Und zum Schluss bleibt einer übrig, ja? Ui. Aber ich habe ja so eine ambivalente Haltung zu der Obert. Ich finde sie einerseits unheimlich peinlich, also weil der wirklich vor der Kamera nichts peinlich ist. Nein. Also die läuft da auch im Bikini rum und reibt sich an Stellen, die man gar nicht sehen möchte. Sie ist wirklich unheimlich provokativ und auch ordinär. Ja. Auf der anderen Seite aber unheimlich emanzipiert auf der anderen Seite, und verhält sich eigentlich so, wie sich sonst Männer verhalten würden, wenn sie von 10 Weibern umgeben werden. Also sie ist wirklich ein Mann im Frauenkörper in dieser Serie. Und das finde ich wieder aufregend, muss ich sagen. Und die behandelt die Männer wirklich wie so Lustobjekte. Und das ist toll, mal das vertauscht zu sehen. Wie alt sind denn die Männer so, die sich da eingeladen hat? Zwischen 25 und 70 ist alles mit dabei. Ach echt? Und auch wirklich alle Sorten Männer, die es gibt. Also da ist der junge Twink mit dabei, der ihr Gitarre spielt. Da ist dann irgendwie so ein Barbesitzer mit dabei. Dann ist irgendwie ein Unternehmer mit dabei. Dann natürlich ein Prollo ist mit dabei. Dann so ein Bildhauer, ein Künstler. Also wirklich alle Gesellschaftsschichten und alle Berufe sind mit dabei. Und der Cast ist wunderbar. Also es sind eigentlich nur Verrückte auch. Und es wird nur gesoffen. Ja. Also von morgens bis abends saufen die. Und immer am Ende dieses Tages sind alle rattenvoll und fangen an, sich zu streiten. Oder sind halt lüstern und sind kurz vorm Ficken. Also es ist wirklich großes Kino. Und wer sich das ausgedacht hat, ist schon wieder richtig pervers, muss ich sagen. Also das ist wirklich RTL at its best. Grimme-Preis verdächtig? Ich hoffe nicht. Aber das Format gab es ja schon mal mit der Effenberg. Claudia Effenberg. Oh mein Gott, ist aber auch schon Ewigkeiten her. Ein paar Jahre her, ja, aber das habe ich nie gesehen. Aber nein, ist jetzt so. Nein. Guckt es euch an. Die Effenberg hat mich auch nicht so interessiert. Und jetzt ist auf jeden Fall, das ist ja, glaube ich, auch schon abgedreht, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ist das schon abgedreht? Bestimmt. Ja, klar. Und jetzt ist die Claudia Obert schwanger. Ist aber eine Ente. Ist eine Ente. Sagt man heute noch Ente eigentlich oder ist das ein Begriff von Anno Knups? Nein, man sagt dazu Fake News. Fake News des Monats. Guten Abend, sehr geehrte Mitmenschen. Fake News. Claudia Obert, 59, ist schwanger. Jurassica berichtet. Jurassica. Ja, ist Fake News. Ist Fake News. Da kann ich nichts zu berichten, weil es ist Fake News. Ich glaube, das hat mir
Wer hat mir das denn gesagt? Hat mir das die Stöckel gesagt? Oder vielleicht habe ich es auch geträumt und das ist doch gar keine Fake News, jetzt wo du es sagst. Ja, ich weiß das nicht mehr genau. Aber ich meine, ganz ehrlich, die Frau. Ich glaube nicht, dass die Bock hat, schwanger zu sein und dass sie Bock auf Kinder hat, weil die genießt ihr Leben und ist gerne auch einfach unabhängig und frei. Ich glaube nicht, dass die schwanger ist. Ich habe zwei Dinge, die mir dabei stark zu denken geben. Ja. Punkt A ist 59. Da ist es recht unwahrscheinlich, dass das auf dem natürlichen Wege geschehen ist, was jetzt nichts zu bedeuten hat. Und dann die Sauferei halt auch. Ja. Das ist halt schwierig. Ihr Arzt hat gesagt, sie muss jetzt an ihre Leber denken und muss jetzt endlich mit dem Saufen aufhören. Die einzige Möglichkeit ist eine Schwangerschaft, damit sie es auch durchhält. Weißt du, was ich meine? Ich kenne einige alte Kolleginnen von mir, so als sie noch in richtigen Firmen gearbeitet habe, das waren auch alles so Suffschrullen und sie wurden dann irgendwann alle schwanger und die haben wirklich gesagt, endlich kann ich mal in Rehab gehen, weil ich nicht mehr darf. Das war die einzige Möglichkeit, mit dem Saufen aufzuhören. Bist du auch so ein Entzugskind? Also bist du ein Kind, was nur gemacht worden ist, damit man mal nicht trinkt? Das kann ich dir nicht sagen. Was sagt denn so ein Kind, wenn die Mutti eines Tages mal zu dem Kind sagt, übrigens, ich habe dich nur bekommen, damit ich mal 9 Monate lang nicht saufen muss? Ich glaube, eine Mutter sagt sowas zu einem Kind nicht, ne? Aber meine Eltern trinken ja immer noch gerne. Okay, ja. Dann ist alles in Ordnung. Okay, gut. Lass uns von der geilen Frau gleich zur geilen Sau kommen. Oh ja, bitte. Die geile Sau des Monats. Weil wir brauchen diese Rubrik, Margot, weil ich brauche das für mein emotionales, für meine emotionale Stabilität. Wir müssen heute über James Franco sprechen. Kennst du James Franco? Nein. Jetzt. Also Name ja, ich habe jetzt wirklich kein Bild vor Augen, ich habe jetzt gar nichts vor Augen. Ich habe den Namen schon mal gehört, ich schäme mich gerade, weil ich dachte, wer ist das eigentlich? Du ich wollte vorher James noch Franco nicht. Du hast mir den Namen ja gesagt, ich dachte, google ich das jetzt oder lass es mir erklären? Ich lasse es mir jetzt erklären, habe ich beschlossen. Ja, wie soll man dir das und erklären? Und ich tue einfach mal so doof, wie... Also James Franco ist ein Hollywood-Schauspieler, ein sehr erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, wurde sehr bekannt dadurch, dass er in 3 Spider-Man-Verfilmungen den Lex Luthor, glaube ich, gespielt hat. Waren die Spider-Mans mit Tobey Maguire als Spider-Man, also die aus Toby Anfang McGuire. Der Zeit. Ja. Ist ja gar nicht mein Fall. Maguire nicht? Nein, das ist nicht. So, ich finde den ganz neuen Spider-Man wahnsinnig süß. Den finde ich nicht so süß. Na gut. Wir kommen uns Gott sei Dank nie in die Quere. Okay, und James, da habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Und an James Franco ist erstens toll, dass er wahnsinnig sexy ist, hat auch so ein bisschen was Rattenjungen-mäßiges, er ist auch ein bisschen immer so ein bisschen verlottert, das finde ich an ihm auch ein bisschen geil. Und er ist ein Heteromann, der sich auf seinem Heterosein nichts einbildet und der spielt gerne auch schwule Charaktere und der kokettiert auch gerne damit, dass die Schwulen auf ihn stehen und der sagt immer so, mein Gott, dann blase ich halt mal jemanden ein. Also er ist da sehr frei und sehr offen und das liebe ich an James Franco. Und ich habe ihm auch schon mal die Hand geschüttelt. Da war ich auf der Berlinale und da war ich in seiner Filmpremiere und er saß 2 Reihen hinter mir. Ja. Und dann habe ich ihm erst gewunken. Und dann bin ich hin und habe gesagt, James Franco, I love you so much. Can I have your hand? Can I shake your hand? Ja. Und hat da gelächelt mit seinem wahnsinnig süßen Gesicht und dann habe ich mir die Hand seitdem nie wieder gewaschen. Deshalb riecht das so. Du hattest jetzt also die Hand von James Franco, mit der er sich sonst gerne mal einwichst. Ja. In der Hand. Ich habe danach alle Finger abgeleckt. Das dachte ich mir fast. Ja, und James Franco ist, also googelt ihn, wer ihn nicht kennt. Ich liebe diesen Mann. Und Klaus ist sehr eifersüchtig auf James Franco. Oh. Hat das David Schwanau auch, dein Mann, dass der, wenn du für so völlig irrationale Charaktere, wenn du auf die stehst, die du niemals kennenlernen wirst, ist der dann auch eifersüchtig? Nee? Nein. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nee, warum? Also ich meine, er weiß, und B, er ist sich, glaube ich, auch sehr, sehr sicher, dass ich nicht wegrennen werde von ihm. Ja. Ja, was sehr schön ist. Ich laufe auch nicht weg. Ich laufe beim Mann auch nicht weg. Nein, weil bei David und bei mir ist das ja nun so, dass wir beide genau wissen, wie bescheuert der jeweils andere ist. Ja. Und wir sind sehr, sehr sicher, uns nimmt auch kein anderer mehr. Das ist uns ja auch so klar. Ich meine, man hat sich halt jetzt auch gefunden und das bleibt dann jetzt halt auch so. Ne? Das ist auch immer wieder toll. Ja. Und es gibt auch immer so Momente, wo ich dann abends immer so die Augen verdrehe und sage, ja, das ist halt jetzt, weil hier noch jemand anderes mit in meiner Wohnung wohnt.
Und aber es ist schön, dass der da ist. Ja. Und dann reg ich mich halt darüber auf, dass er da ist und finde das eigentlich auch ganz, ganz toll. Nicht? Und ich finde gerade jetzt im Lockdown, muss ich wirklich sagen, ja. Ich habe mich neulich mit meinem Ex-Freund Nils getroffen zum Spazierengehen, also Corona-konform draußen. Und der hat erzählt, als Single ist Corona oder der Lockdown ist beschissen. Er meint, das ist unheimlich beschissen, ja. Weil ja. er sich alleine fühlt. Ja. Und das ist das Tolle, wenn man jemanden hat, tatsächlich, muss das ich wirklich sagen. Ist ja. das toll, ist aber auch, glaube ich, so eine Art Lackmustest für die Beziehung, so eine Corona-Situation. Oh ja, das stimmt allerdings auch wieder. Also da muss ich auch mal wirklich sagen, dass wir das hier wirklich Tag ein, Tag aus miteinander aushalten. Wobei wir haben es geübt, wir haben uns kennengelernt und sind seitdem wirklich ununterbrochen Tag und Nacht zusammen. Habt ihr euch denn jetzt schon mal gestritten eigentlich? Nee, nicht so wirklich. Nicht so, aber schon ein bisschen. Nee, auch nicht wirklich. Auch nicht so wirklich, okay, verstehe. Also alles, nee, also kriegen wir eigentlich nicht. Ich weiß nicht, warum wir das nicht hinkriegen. Ja, freu dich doch. Also ich vermisse es ja auch nicht, muss ich gestehen. Nee, streiten ist halt auch scheiße. Ich hasse streiten. Nein, finde ich auch wirklich nie. Das kriegen wir einfach nicht wirklich hin. Du hattest eine wilde Verfolgungsjagd in Kiel? Ja, davon wollte ich eigentlich erzählen. Genau, richtig. Und zwar, das ist jetzt noch ganz kurz, habe ich noch gar nicht erzählt. Irgendwie, das kam als Information völlig neu rein. In Kiel gab es eine der wildesten Verfolgungsjagden schlechthin. Mit dir? Nein, nicht mit mir. Ich war nicht mit dabei. Nein, ich war nicht in Kiel. Wir können ja zurzeit nicht reisen. Ich bin die ganze Zeit in Berlin. Ich bin hier anständig. Nicht so wie andere, die gerade nach Dubai fliegen oder sowas, wo ich denke, oh Leute, wir dürfen alle nicht reisen. Du fliegst nach Dubai, du Depp. Ja, und dann, also, wer will denn schon nach Dubai, ganz ehrlich? Ist bestimmt eine schöne Gegend dort, ja. Aber was soll denn da schön sein? Da sind Straßen und Hochhäuser und 55 Grad im Schatten. Ja, ist doch super. Und alle Häuser sind klimatisiert. Ja, Horror, also wirklich Horror. Auf frische 16 Grad, was die hier halt überall draußen haben kann. Ja, aber man will doch draußen sein, wenn die Sonne scheint. Ich verstehe es nicht. Also es gibt dort bestimmt ganz, ganz tolle Sachen, die man sich mal sehen kann. Aber nein. Von der Kultur kriegst du wahrscheinlich... Shopping Center. Ja, wahrscheinlich. Ja. Shopping Center. Ja, vielleicht jetzt, wo du es sagst, vielleicht ist es doch nicht so interessant. Nein. Ich überlege es noch. Ja, bitte, erzähl weiter. Also wie gesagt, eine heiße, wilde Verfolgungsjagd in Kiel. Und zwar hat dort jemand ein Schneeräumfahrzeug kurzgeschlossen und geklaut, ist damit dann weggefahren. Die Polizei hat sofort die Verfolgung aufgenommen. Es gab eine Verfolgungsjagd bei rasanten 15 km/h. Was die Maximalgeschwindigkeit von so einem Gerät ist. Ja, maximal, oder? Ja, maximal, Und das Räumfahrzeug, der Dieb ist dann damit mit Vollkaracho gegen eine Laterne gefahren. Die Polizei von hinten ran. Daraufhin hat er den Rückwärtsgang eingelegt. Er ist rückwärts in den Polizeiwagen reingefahren. Die Polizei war schwer irritiert. Dann ist der Fahrer ausgestiegen und zu Fuß unerkannt entkommen. Also ich habe ganz viele Fragen. Ja. Erstens, wenn ein Polizeiauto ein Räumfahrzeug verfolgt, dann kann man ja auch als Polizei schneller als 15 km/h fahren, ja, um den dann einzuholen. Ja, möglich. Es wäre möglich. Ja. Haben sie aber nicht gemacht. Offensichtlich nicht. Oder haben die auch ein Räumfahrzeug gehabt? Weiß man ja nicht. Vielleicht konnten sie nicht überholen, weil das Räumfahrzeug gerade seiner Bestimmung zugeführt wurde und erstmal die Fluchtstraße freiräumen muss. Ach, das kann natürlich auch, die konnten gar nicht überholen. Ja, und dann ist der rausgesprungen und dann haben sie den nicht erwischt. Der ist zu Fuß geflohen. Zu Fuß, ja, weil die Straße nicht geräumt war, die kam halt nicht vorwärts. Ja, die Polizei. Wie langsam sind die Polizisten beim Rennen? Also das hast du doch ausgedacht. Nein, das habe ich nicht ausgedacht. Okay. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich passiert. Ich habe mich weggeschmissen und dachte, das ist so absurd. Ich muss es hier mal erzählen. Ja, süße Geschichte, Margot. Ja, dankeschön. Gern geschehen. Soll ich dir was Klugscheißiges erzählen? Gerne, bitte. 30 Sekunden Klugscheißen mit Jurassica Parker. Und zwar habe ich ja neulich gehört im Radio, dass Katharina Valente ist 90 geworden jetzt im Januar. Ja. Und ich wusste ja gar nicht, also ich kenne die natürlich, aber ich wusste ja gar nicht, was für ein riesiger Weltstar die wirklich war. Ja. Und das wissen ja ganz viele nicht. Also Katharina Valente wohnt jetzt in der Schweiz, wo alle alten Stars wohnen. Ja. Irgendwann wohnt man in der Schweiz. Genau. Und ist ja eigentlich Italienerin. Aber ich glaube, Vater deutsch, Mutter italienisch oder irgendwie so. So, und die war aber, die hat die allermeisten Alben in ihrem Leben verkauft
Also der mehr verkauft hat, war Frank Sinatra, aber dann kam gleich Katharina Valente hinterher. Ach, echt? Und das finde ich faszinierend. Das ist unglaublich. Ja. Also, und großer Showstar in Las Vegas gewesen, so wie die Jacobs ist das ja auch. Und das hat mich wirklich begeistert. Diese Frau ist großartig. Eine war ja auch, dann hatte viele Shows im deutschen Fernsehen gehabt und auch in Hollywood viele Shows gehabt. Also eine ganz tolle Frau und Margot. Genau, und die hat jetzt eine neue CD rausgebracht, die witzigerweise exakt bei mir an ihrem 90. Geburtstag auch angekommen ist. Ja. Ich hatte das mit dem 90. nicht so vorweg geschnitten, dass die jetzt 90. gerade hat, aber ich dachte mir, ach Mensch, von der, ich weiß, der tolle Lieder gemacht, ich musste einfach mal eine CD mir von ihr besorgen und jetzt hat sie so eine Dreier-CD rausgebracht. Da sind auch Lieder drauf, die es bisher noch nie gab. Frutti di Mare hört sich sehr schön an, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich so ein 50er-Jahres-Song für so die Sehnsucht in dem Urlaub nach Italien. So wahrscheinlich 50er-Jahre. Die ist wirklich, seit den 50er-Jahren ist die im Showbusiness. Ja. Gut, die hat sich, glaube ich, in den 90ern dann irgendwann zurückgezogen, hat gesagt, jetzt reicht's auch. Ja, die ist so wie Tina Turner. Die kommt doch immer wieder, oder? Tina Turner. Die tritt doch auch nicht mehr auf. Was? Tina Turner kann doch gar nicht ohne Bühne. Die macht nochmal eine Comeback-Tour. Na gut, wenn du meinst. Ja, natürlich. Mit Cher zusammen. Dann. Genau, ja. Ebenso Geburtstag hatte in diesem Jahr, und zwar auch jetzt im Januar, na, wer erinnert sich, die Bonpflicht. Ich dachte gerade, die Bong. Okay, die Bongpflicht. Bongpflicht, ja. Genau. Ja, da ist dann nichts draus geworden. Also mein Späti hat immer noch keinen Bongautomaten, Bongapparaten. Ist aber verboten. Ja, natürlich ist es verboten, aber die haben auch keine Plexiglas-Trennscheibe. Es ist wirklich eine richtig kriminelle. Die machen auch sonntags auf, obwohl sie nicht dürfen. Ach, sag mal. Oh Gott, jetzt hab ich die gerade angeschwärzt, ne? Na, Gott sei Dank weiß keiner, wo du wohnst. In Potsdamer Straße. Ja, nee, aber mit der Bongpflicht, ganz ehrlich, wie siehst du das bei den ganzen Spätis und ganzen kleinen Läden? Es geht ja gar nicht darum, dass du einen Bong mitbekommst, den du nach Hause nehmen musst. Das ist mir schon klar. Sondern um die Journalrolle und so weiter und so fort. Alter, und du wieder, ey. Es hat wahrhaftig, trotz Corinna, deutlich mehr Steuereinnahmen gegeben an der ist Stelle. Ist das so, ja? Das war schon mal schön. Also das gehört auch mit dazu, dass unser Steuerdefizit für das Jahr 2020 dann doch erheblich geringer ist, als es befürchtet worden ist, weil man das natürlich noch auf anderen Jahren gerechnet hat und da war die Bonpflicht halt noch nicht mit dabei. Aber jetzt wegen Corinna, da wird die Steuer, die Verschuldung wahrscheinlich doch mal sehr stark nochmal. Naja, natürlich, die Verschuldung geht schon nach oben, das glaube ich. Ist weißt du, wer noch Geburtstag hatte? Ich habe eine Ahnung, wer Geburtstag hatte. Wikipedia wurde 20. Wikipedia, für alle Menschen, die mich noch nicht lange kennen, aber Wikipedia und ich sind nicht so gut befreundet. Ach. Weil ich warte immer noch darauf, dass ich irgendwann mal meinen Wikipedia-Eintrag bekomme. Achso, ich dachte, eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Nein, das interessiert mich gar nicht. Ich will einfach nur meinen Wikipedia-Eintrag haben. Und ich erzähle die Geschichte ja unheimlich gerne, wer sie noch nicht kennt. Und ich habe selbst schon zweimal versucht, mir einen Eintrag zu verfassen. Aber der wurde zweimal wegen Irrelevanz abgelehnt. Und jetzt bin ich bockig und mache das halt nicht mehr. Aber was hast du denn bisher Relevantes gemacht? Ich bin zum Beispiel in einem ganz tollen Podcast mit dir, Margot. Oh, das stimmt. Ja. Nee, aber wirklich. Da hast du recht. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber meine Güte, ich glaube mittlerweile, ich könnte jetzt schon mal, vielleicht mal einen haben. Ich müsste eigentlich mal ein Buch schreiben oder eine Single rausbringen, weil dann sogar Nina Queer hat. Ich habe gerade den Namen, das muss man nochmal neu machen. Ich möchte den Namen nicht erwähnen. Das sprudelte gerade so aus mir raus. Ja. Nein, wir lassen das natürlich drin. Liebe Grüße. Sogar die hat einen. Ja. Warum? Gut. Es haben viele Leute dort einen Wikipedia-Eintrag und die sind wahnsinnig irrelevant teilweise. Hast du einen? Nein. Ich hatte mal einen. Wie, du hattest mal einen? Ich hatte mal einen. Warum hast du den jetzt nicht mehr? Der ist dann irgendwann 2010 oder 2009 gelöscht worden. Wegen Irrelevanz. Also gut, dann hattest du keinen, sondern der wurde halt auch nur so gelöscht wie bei mir. Na, also ich hatte einen. Bis dahin, ich hatte irgendwie von 2000, wann war das? 6, 7? Ach, so lange. Der war wirklich ein paar Jahre, war der online. Ach, ja, genau. Was? Und dann wurde der gelöscht. Dann war der plötzlich irrelevant. Ja, ich muss sagen, meine Schadenfreude ist relativ hoch gerade. Das freut dich jetzt richtig. Ich bin nicht alleine mit meinem Koma. Ja, aber soll ich dir was sagen? Nein. Ja. Ich bin noch wesentlich früher gelöscht worden als du. Ja, das ist doch schon mal sehr schön. Natürlich. Ja. Ach, das geht runter wie Öl. Ach, gerne doch. Ich muss jetzt noch einfach einen Aufruf kurz starten. Ach, wenn bitte, jemand professionelle Wikipedia-Autorin ist, schreib mir einfach mal.
jetzt so einen Eintrag. Ich zahle auch 25 Euro oder was so. Was muss man denn dafür machen, um sowas zu bekommen? Es ist unheimlich kompliziert, weil man muss ja, also Wikipedia lebt ja davon, dass halt so Verknüpfungen erstellt werden. Du musst halt zu jedem, sagen wir mal, Beweis deiner Relevanz, muss halt auch ein Link verfügbar sein. Sagen wir mal, Artikel aus Tagesspiegel vom 17.08.93 und da muss ich auftauchen. Und das muss alles klein verlinkt werden und das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Und nochmal habe ich da keinen Bock drauf. Ach Mensch, ja. Na, vielleicht bin ich ja mittlerweile auch mal relevant für so einen Wikipedia-Eintrag. Ja. Ich habe ja ein paar Sachen schon mal gemacht. Ja, ist ja gut jetzt, Margot. Neben diesem wunderbaren Podcast natürlich auch. Bei dem wir auch regelmäßig immer mit Menschen reden, die gestorben sind. Ja. Die sehr bewegt haben. Siegfried. Siegfried ist jetzt tot. Von Siegfried und Roy. Genau. Ja. Roy hat letztes Jahr im Mai schon erwischt. Der war, ich glaube, der war jünger, ne? Das weiß ich Roy überhaupt nicht, ne? Der ist gestorben an... Der ist an Corona. An Corinna wirklich Ach gestorben? So? Ja, also jetzt Roy ist letztes Jahr an Corinna gestorben und Siegfried hatte dieses Jahr Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, meine Güte, passiert, ne? Ja, also ab 81 ist immer so ein Alter, wo ich denke, von mir, ich habe wirklich null Beziehung zu den beiden. Also so ich weiß nicht, irgendwie haben die mich nie abgeholt mit ihrer Zauberei. Ich liebe Zauberei. Ja. Aber die beiden haben mich nie abgeholt. Ich weiß nicht warum. Also wichtig für meinen Wikipedia-Eintrag, wenn da draußen schon einer mitschreibt. Es reicht jetzt wirklich, Mardot. Ich habe die beiden ja getroffen. Oh, ist ja furchtbar heute mit und dir. Und es war, glaube ich, Ende der 90er Jahre oder um die Jahrtausendwende drumherum in KDW, wo ich mal gearbeitet habe. Hashtag Wikipedia. Ja, also nur Margot. Da waren die mit einem weißen Löwen. Im KDW. Im Kaufhaus. Ja. So, und da bin ich schon wieder raus, weil ich finde das auch mit diesen Tigern, das sind Tiger übrigens, sind Tiger. Keine Löwen. Ja, Margot. Ach Mensch. Ach, du wieder. Mit diesen weißen Elefanten. Ja, genau. Weiße Mäuse. ich bin da raus. Ne? Und Margot, ganz ehrlich, nur weil du jemanden getroffen hast, hast du keinen Wikipedia-Eintrag. Nee, das wäre jetzt auch nicht wirklich relevant. Also da hätte ich schon drei Wikipedia-Einträge. Ich bin ja auf Du und Du mit den Stars. Ach ja. Ja, und Sternchen. Und die Stars sind alle tot. Halt's Maul und mach weiter jetzt, aber Margot. Gerne, du gehst mir so auf die Nerven gerade. Es gab noch was ganz, ganz Lustiges jetzt hier in Berlin. So ein paar Corona-Leugner wollten jetzt hier eine eigene... Innen, genau. Obwohl, das sind nur Leugner. Ich glaube, das waren eher Männer. Ja. Ja, wahrscheinlich waren das wieder nur Männer. Die wollten eine eigene Corona-Leugner-Partei gründen. Oh Gott, ja stimmt. Ich dachte, die gibt es schon mittlerweile. Sitzt im Bundestag ganz rechts außen, aber okay, gut. Die Blaue meinst du? Die Blaue natürlich, ja, genau. Eigentlich müssten sie sich da auch wunderbar zu Hause fühlen. Aber nein, es gab den Versuch, eine neue Partei zu gründen. Und du weißt ja, Versammlungen irgendwie aktuell sind jetzt gerade nicht so angesagt. Ein bisschen schwierig, ja. Ja, Bars haben zurzeit auch nicht wirklich so auf. Nein. Und wenn du dann eine Versammlung in einer Bar machst und das Ganze auch noch live im Internet streamst. Ach, wie dumm man sein muss, ne? Ja, da kam die Polizei vorbei und hat gesagt, ich glaube, ist keine gute Idee. Also alle Personalien aufgenommen, das ganze Ding aufgelöst und die haben angedroht, dass sie es am nächsten Tag nochmal machen wollten. Oh, bitte. Also dagegen sind ja Raffi und Sam sind dagegen wahrscheinlich so richtig helle Kerzen am Leuchter. Das, ne? Ja, das sind die Abiturienten. Ja. Oh Gott, Margot, wir sind schon wieder so gemein. Genau, genau. Okay, gut. Apropos Idioten, Putin hat sich einen Palast gekauft. Nein, gebaut. Gebaut, der hat sich einen gebaut. am Schwarzen Meer, ist es dann Sochi oder wo ist das? Keine Ahnung, wo genau am Schwarzen Meer. Also in der Nähe vom Schwarzen Meer, aber relativ nah zum Schwarzen Meer. Das ganze Palästchen hat 1,3 Milliarden Euro gekostet. Umgerechnet natürlich in russische Dings. Was haben die da nochmal in Russland? Oh Gott. Rubel war das, genau. Mensch, Gott. Oh mein Gott, ja, ich dachte gerade, mir wäre gerade Slotti rausgerutscht. Das war bei Polen, das war ein anderes Land. Ja. Mein Gott, ist peinlich. Slotti gibt es jetzt auch schon länger nicht mehr, Margot. Also, nee, aber 1,3 Millionen Euro jetzt, Milliarden oder Rubel? Nein, Euro. Euro. Euro, okay. Milliarden. Mit einer unterirdischen Eisfläche. Ach so. Ja, natürlich. Damit der Schlittschuh laufen kann. Das ist ein Riesending. Ja, ich hab's ja gesehen im Fernsehen. Ja. Mehrere tausend Zimmer. Ja. Irgendwie, oder vielleicht, oder tausend Zimmer, lass es tausend Zimmer sein.
Man weiß gar nicht, ne? Bezahlt er das dann aus seinem Privatvermögen? Nein, das wurde über Freunde von ihm bezahlt, die das über ihre Firmen haben laufen lassen. Oligarchen, wie man so schön sagt. Also ja. Genaue Finanzierung ist offensichtlich noch nicht so ganz raus. Das Video veröffentlicht hat auf jeden Fall natürlich der Kreml-Kritiker Nawalny. Ja, ach stimmt. Ja. Und zwar einen Tag, nachdem er verhaftet wurde, ging das dann online. Oder? Ging das gleich online und sorgt jetzt richtig schön für Trubel, geht über Social Media richtig rund. Und das ganz große Problem für den Kreml ist, er hat die Social-Media-Kanäle nicht genügend unter Kontrolle und sie können gegen dieses Video nichts machen. Das ist mittlerweile an die 100 Millionen Mal geklickt worden schon bereits. Also das ist auch für russische Verhältnisse ist es ordentlich, um es mal so auszudrücken. Es gibt übrigens einen unterirdischen Tunnel, der dann direkt zum Schwarzen Meer führt, ja, um dann dort an den Strand gehen zu können. Das ist wie der Tunnel vom Merkes Apartment zum Paramon-Altar bei uns. Mit dem Unterschied, dass der andere Tunnel wirklich existiert. Ja, also jetzt der von Putin, ja, nicht der von Merkel. Wobei der von Merkel existiert natürlich, natürlich auch. Natürlich auch. Entschuldige mal bitte. Ja, aber das ist, ja, ich meine, trotzdem, sofern es die russische Bevölkerung wirklich auch richtig mitbekommt, weil die Medien sind ja da nicht ganz so frei wie bei uns in Deutschland. Ja, begrenzt, wenn man das mal so sagen könnte. Ja. Trotzdem, ich glaube, also was ich auch mal höre von russischen Menschen, die ich kenne, die aber nicht mehr in Russland wohnen, aus guten Gründen dort weggezogen sind, weil es ihnen halt zu bizarr wurde, die sagen alle, die vergöttern Putin. Ja. Die Russinnen und Russen, ne? Und da kann, der kann machen, was er will, mal salopp gesprochen. Und das, dieser Palast wird wahrscheinlich auch irgendwann normal sein. Ja, das ist dann so. Die Russen trauern vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen ihrem Zaren hinterher. Die Russen haben halt auch, glaube ich, eine schwierige Geschichte, was so Revolution Richtung Demokratie angeht. Ja. Das hat halt irgendwie nie so richtig geklappt. Ja. Also auch in den 90er Jahren, als es dann endlich mit dem Ende des Eisernen Vorhanges und so weiter auch in der Sowjetunion dann zum Zerfall der Sowjetunion und zum Neugründen von den verschiedenen Ländern und Unabhängigkeiten der Staaten dann irgendwie kam. Auch da hat das irgendwie mit der Demokratie, es ging dann wieder doch in Richtung Diktatur irgendwie mit Putin. Ja, das ist, also das ist, wird wahrscheinlich einfach so, das, ich meine, man sagt ja immer so, Völker haben ja auch eine DNA. Ja. Ja, okay. Naja, jetzt nicht der Mensch. Nein, aber das, ich meine, ich habe auch neulich einen ganz interessanten Bericht gesehen, dass ja auch Städte eine DNA haben. Und man den Aufbau einer Stadt durchaus mit dem Aufbau eines menschlichen Gehirns im groben Sinne vergleichen kann. Und dass jede Stadt ihre eigene DNA hat. Deshalb wird der Berlin so ganz anders wahrgenommen als München zum Beispiel oder als Hamburg. Ja. Ja. Und diese DNA einer Stadt überspringt auch auf die Menschen, die da wohnen. Und deshalb sind auch die Menschen anders als ein Hamburger, ein Münchner ist und so. Also, und so geht es, glaube ich, mit Ländern auch. Ja, das ist also ein bisschen so Sozialisierung und natürlich, du kriegst von deinen Eltern auch so ein bisschen mit, in welcher Geschichte, in welchem Umfeld du dich eigentlich so bewegst und so weiter. Das verstehe ich schon. Ich verstehe schon, was du Psychologie meinst. Gerade ich fand dieses Gehirn, diesen Gehirnvergleich total lustig, weil ich dachte, ja, München ist dann so ein bisschen so das verkokste Gehirn irgendwie. Nee, das ist Berlin auf jeden Fall. Nee, Berlin ist von anderen völlig zerstört. Also man guckt in Berlin. Das ist, also Koks wäre ja noch, also hätte Berlin bloß Koks abbekommen, glaube ich, wären wir glücklich hier. Also, ja, was willst du machen? Nee, will man gar nichts machen. Nee, will man gar nichts machen. Du, ich hab heißes aus der Gerüchteküche für dich. Ach ja, bitte. Heißes aus der Gerüchteküche. So ein bisschen jetzt wieder so ein bisschen, einfach was Seichtes jetzt auch wieder. Gerne. Bedeutungsschwanger gerade. Und zwar Sex and the City kommt ja jetzt wieder als neue Serie. Ja. Hast du das jemals gesehen, Sex and the City? Ja, das habe ich gesehen. Ich habe die komplette Serie durchgeguckt. Ich habe auch den ersten Film durchgeguckt. Ach. Den zweiten Film habe ich allerdings nicht gesehen. Ja, der war auch scheiße. Das habe ich auch gehört. Ja. Ich war nach dem ersten Film auch schon nicht davon angetan. Ja. Und, weiß ich jetzt. Ach, ich hätte nicht gedacht, dass du das siehst oder gesehen hast. Früher. Ja, das war ja Anfang der 2000er. Ende der 90er, Anfang der 2000er, die Serie für uns schwule Menschen. Ja, natürlich. Oder? Natürlich. Also, und ich muss gestehen, ich liebe Kim Cattrall. Ja. Das ist so, habe ich kennengelernt und lieben gelernt und schätzen gelernt. Bei Star Trek 6, The Undiscovered Country. Ja. Einfach großartig. Da spielt sie die böse Vulkanierin. Die böse Vulkanierin, ist toll. Da ist sie toll. Und natürlich, aber ich habe auf dem Weg hierher auch überlegt, wie beschreibt man Kim Cattrall, wenn man sie nicht kennt. Wobei ich mir vorstellen kann, jeder unserer HörerInnen kennt Kim Cattrall. Ich hoffe es. Aber sie war halt einfach für uns, für mich als schwule Person einfach eigentlich der heimliche
Star der Serie. Ja. Weil sie war halt einfach ein schwuler Charakter. Sie war immer glamourös, sie war PR-Frau Samantha Jones und sie hat halt nur rumgefickt und hat darüber halt auch noch ordinär gesprochen. Und Kim Cattrall war einfach so das Abziehbild, so wollte jeder sein früher. Ja, genau. Und von daher lieben wir sie alle. Oder Samantha Jones, den Charakter, weil Kim Cattrall ist natürlich nur die Schauspielerin. Ja. Und leider ist sie in der neuen Serie nicht mit dabei. Ich habe es befürchtet. Ja. Warum eigentlich? Naja, es war ja schon vorher immer so brodelte es in der Gerüchteküche, dass die sich halt untereinander nicht verstehen. Also Sarah Jessica Parker und die anderen zwei, wo ich den Namen jetzt nicht weiß, die haben sie alle verstanden, aber die haben sie alle drei angeblich mit Kim Cattrall nicht verstanden während der Dreharbeiten. Ja. Das war wohl im ersten Kinofilm schon so. Und im zweiten Kinofilm oder zum zweiten Kinofilm so gab es wohl dann schon sehr knallharte Gagenverhandlungen, weil es schwierig war, die nochmal vor eine Kamera zu bekommen. Okay. Und jetzt bei der Serie ist er raus. Sie haben immer offiziell gesagt, habe ich bei Frauke Ludowig gesehen, natürlich. Wir bräuchten mal eine neue Rubrik. Frauke Ludowig hat Frau gesagt. Frau gesagt. Aber es ist ja. Sie haben in der Öffentlichkeit immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht und haben gesagt, nee, wir verstehen uns gut und wir treffen uns auch privat mal zum Shoppen und so, jetzt nicht so oft, da verstehen uns alle gut. Und dann war jetzt Kim Cattrall aber vor ein paar Wochen in einer Talkshow, die ich nicht kenne, eine amerikanische Talkshow, wo sie so 1:1 Gespräch geführt hat, ein bisschen wie bei Ellen DeGeneres. Und da hat sie zum ersten Mal gesagt, dass das alles erfunden war und eigentlich hassen sich Sarah Jessica Parker und sie hassen sich und sie werden nie wieder zusammen vor der Kamera stehen und sie ist auch enttäuscht, wie sich Sarah Jessica Parker verhält und sie möchte einfach damit gar nichts mehr zu tun haben. Aber Kim Cattrall ist Gott sei Dank auch nicht darauf angewiesen. Offensichtlich nicht. Nein. Nee. Ja, ich weiß ja gar nicht, ich habe die jetzt schon ewig nicht mehr irgendwo gesehen, gesehen. Die brauchen eine eigene Serie. Die brauchen eine eigene Serie. Ja, ja. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt gerade ganz viel geschnattert gerade. Ja, Marbert, also ich höre dir gerne zu. Oh, hab jetzt gerade was kaputt gemacht. Ach, bei dir. Mann, jetzt macht sie mir alles kaputt. Auch lass einfach liegen, es okay, klickt dich fest, du weißt ja. Um Gottes Willen. Hast du mal so anderen News noch für mich, so vielleicht aus dem Musikbereich? Ach, Margot, du bist so gut vorbereitet. Aber bestens. Die No Angels sind jetzt auch wieder, also wollen sich ja jetzt auch wieder Reunion. Reunion. Hast du da ein bisschen Fachwissen bei den No Angels? Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so deine Baustelle, oder? Absolut. Gar nicht. Gar nicht. okay, ne? Dem Popstars-Gewinnerin der ersten Staffel Popstars im Jahr 2000. Und dann hatten sie zweimal schon Trennungen hinter sich, waren dann beim ESC. Daran kann ich mich erinnern, das ist hängen geblieben. Auf dem 26. Platz. Und es haben nur 24 teilgenommen. und sie sind werden jetzt zu viert wieder zusammenkommen. Wer nicht mit dabei ist, ist Vanni, aber die war auch schon sowieso die letzte Zeit nicht mit dabei. Und No Angels sind wirklich Helden meiner Jugend. Ich habe sie geliebt. Ich habe jeden Song geliebt und auch jetzt, als ich noch aufgelegt habe vor 1, 2, 3 Jahren, habe ich immer noch Daylight in Your Eyes sehr gerne gespielt in der Disco und alle Schwulen lieben die No Angels. Ja, also die haben auch tolle Sachen gemacht, tolle Lieder gemacht. Der Beitrag bei, das passt in die Zeit einfach mal rein. Ja. Ne? Das war so die frühen 2000er irgendwie, da passt das wunderbar rein, das war toll. Und ob das jetzt was wird? Na, die werden keine neuen Lieder veröffentlichen, sondern alte Lieder wieder neu auflegen. Ah. Ja, weiß jetzt auch nicht, ob das was Gutes wird, man weiß es nicht genau. Dann brauchen sie Geld. Dann brauchen sie halt Geld. Ja. Okay, dann brauchen sie Geld. Und sie waren halt zu schredderig für den Dschungel. Die Abbruch schredderig und Dschungel. Ja. Einer, der es wahrscheinlich auch nie in den Dschungel schaffen wird, ist Bernie Sanders, vermute ich mal. Du willst das Meme ansprechen? Ja, gerne. Dieses Meme mit seinen Wollhandschuhen bei der Amtseinführung? Nee, Amtseinführung. Ich kann mir dieses Wort nicht merken. Und das englische Wort ist Inauguration. Ich weiß immer nicht, wie das Wort geht. Alle Journalisten und Fernsehjournalisten haben ja echt einen Kaugummi in die Zunge reingeknetet und ich sag doch einfach Amtseinführung. Ja, es ist fürchterlich. Ja, und da saß er halt mit seinen Wollhandschuhen zusammengemümelt mit so einer Decke auf so einem Klappstuhl. Ja. Und dafür liebe ich das Internet, liebe Margot, dass aus irgendwelchen perfiden Gründen dann so Memes entstehen. Ja. Wer das nicht weiß, das ist halt so, wie erklärt man Meme? Bilder, das weiß ich auch nicht, wie definiert man das? Ist wirklich schwierig. Ja, ist ja auch egal. Googelt es. Wir packen es in die Show-Notes. Das wird deine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe.
Und ja, und das geistert durchs Internet. Du hast es ja auch verwendet zum Anteasern deiner Call-In-Show. Ruf uns an. Ja, ich habe es auch verwendet natürlich für meine Paillette noch schlimmer Show am vergangenen Samstag. Jeder verwendet das gerade. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das habe ich in meinem ja. Okay. Ja, ich habe das in meiner Show nicht gesehen. Nein, ich habe es gesehen. Ich war hellauf begeistert. Großartig. War tolle Show. Fantastisch. Du bist halt einfach die Beste. Ich gucke deine Shows am liebsten. Und dafür liebe ich das Internet, wenn sowas passiert, weil da merkt man, das Internet ist halt doch auch fremdgesteuert und zwar nicht durch die das Internet beherrschen wie Google, sondern die Userinnen und User können auch das Internet beherrschen mit sowas. Und das finde ich großartig. Ja, toll, das macht sehr, sehr viel Spaß, genau. Und Kamala Harris hast du mir erzählt, die war ja auch bei der Amtseinführung mit dabei. Was habe ich dir denn da erzählt? Da hast du mir erzählt, die war auf dem Vogue-Cover. Ach so, ja, die war auf dem Vogue-Cover. Aber zum einen wurde beanstandet, dass sie halt etwas besser hätte angezogen sein können, etwas fashioniger, etwas fashion, du weißt, was ich meine, etwas modischer. Fashioniger. Und dann wurde ihr unterstellt oder der Fotografin unterstellt oder der Vogue, dass sie halt weißer gemacht wurde. Ach. Nachträglich. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Vogue sowas macht und auch, dass eine Kamala Harris das abnehmen würde, dass sie sich weißer machen lassen würde. Mhm. Und man weiß es zum Beispiel von Beyoncé Knowles, der würde auch ganz, ganz oft vorgeworfen, dass sie sich weißer macht auf Fotos. Aber das stimmt halt nicht, weil wenn du halt ganz doll beblitzt wirst, gerade auf Red Carpet Fotos, wo ganz viel Blitzlicht ist, genau. Haut wird einfach dadurch sehr hell. Ja, wir kennen das ja auch von Fotos von uns. Wir sehen ja manchmal auch wirklich so, aber so ein Blitzlichtgewitter sehen wir einfach käsig aus. Wie Leichen. Leichen. Wirklich. Also du siehst auch so oft aus wie eine Leiche, eine angemalte Leiche, aber es ist ja auch nicht besser. Und das ist halt einfach so. Und dann, ich liebe dich, ja. Ja, ich weiß, Margot, das macht wieder Freude mit dir. Ja, ne? Das ist schon wieder toll. Ja, und ich finde so eine, Diskussion immer schwierig. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich kann das durchaus verstehen, dass man darüber mal, ich finde gut, dass man darüber einfach mal diskutiert. Ja. Jetzt Schuldzuweisung an der Stelle finde ich ein bisschen schwierig, aber darüber müssen wir offenbar auch mal reden, weil es gibt ja auch Leute, die machen das nämlich wirklich. Ja, das stimmt natürlich. Und darüber müssen wir auch reden. Woran liegt das und was sind da die Zwänge, die dahinter stehen und so weiter. Sehr, sehr tiefgründig. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt für heute und hier ein bisschen. Auf gar keinen Fall. Das ist ein weites Feld. Ja, das möchte ich auch nicht. Ist ein weites Feld. Ja, ist sehr kompliziert. Ja. Wegen Corinna geschlossen. Das ist eine neue Rubrik jetzt, ja? Ja, wir haben eine neue Rubrik wieder, genau. Hast du es am Jingle nicht gehört? Nee, ich habe gerade weggehört, tut mir leid. Ja. Das ist weggehört. Unglaublich, nur weil du mit den Schokobons die ganze Zeit beschäftigt bist. Das ist so köstlich. Ja. Darf ich noch einen essen? Ja, darfst du gerne. Okay. Ich möchte dazu sagen, wir werden übrigens nicht dafür bezahlt, dass wir das hier sagen. Schade. Ja, leider. Weil die könnten mich auch mit Produkten, glaube ich, beglücken. Ja, man sieht das, Margot, auch, dass du gerne Schokolade isst. Ja, ich esse sehr, sehr gerne halt. Und das, was du da gerade isst, ist ja das vierte Adventskalendertürchen meines süßen Adventskalenders. Margot, soll ich dir was sagen? Das hast du im letzten Podcast auch schon erzählt. Ich kann es nur wiederholen, dass diese Packung jetzt einen Monat da gestanden hat und die einzige Person, die rangegangen bist, bist du. Ja. So sieht's aus. Und du bist mein einziger sozialer Kontakt zurzeit. Ich muss sagen, also wäre ich du, ich wäre neidisch auf dich. Ja. Ist das richtig so gewesen? Ich weiß nicht genau, egal. Ich weiß, was du meintest und das reicht eigentlich auch schon. Das hat jetzt nicht mit der neuen Rubrik zu tun natürlich, wegen Corinna geschlossen. Geschlossen sind nämlich zum Beispiel die ganzen Blumenläden und sowas. Ja. Und die werden ja auch bis zum 14.02. geschlossen bleiben. Ja. Ausgerechnet 14.02. Ja. Valentinstag. Das ist das Datum für alle Floristen und Touristen. Genau, nachdem wir jetzt schon die gesamte Silvesterbranche, die Knallerbranche da, wie heißen die? Pyromanen? Nee. Die Pyromanen. Die Pygmäen, genau. Das haben wir alles mal durch. Die Pyrotechniker jetzt schon in den Ruin getrieben hat, sind jetzt die Floristen als nächstes dran. Ja, was willst du machen? Ja, was ich weiß. Was willst du denn machen? Ach, es ist wirklich, also jetzt auch gerade, ich sehe jetzt auf Facebook ganz oft, es gibt ganz, ganz viele Zeitungsberichte mittlerweile, dass halt mit der Headline so, ich als Künstlerin gebe jetzt langsam auf. Das sehe ich jetzt, diese furchtbar deprimierenden Headlines. Ja, ich traue mich gar nicht in diese Interviews reinzugehen, weil mich das so deprimiert, wirklich. Ja. Es macht mich auch mal so ein bisschen fertig. Ja. Und ich kann halt immer nur, man möchte einfach sagen, von wegen, Leute, behaltet bitte den Mut, behaltet die Kraft. Ja. Ich weiß, es ist schwierig. Ist echt schwierig. Ihr müsst nicht mehr lange durchhalten.
sag ich es einfach mal so. Man weiß es und nicht. Dann kann es wieder weitergehen, aber es ist halt auch wirklich echt gerade eine selten beschissene Zeit. Die Clubs werden geschlossen haben bis Ende 2022. Das ist jetzt schon raus. Die Clubs. Bis Ende 2022? Das sind noch fast zwei Jahre. Ich dachte bis 2021. Nein, 2022. Überleg dir das mal. Ja. Ja, das ist wirklich alles wirklich tragisch. Ich hoffe, dass das irgendwie ein bisschen schneller geht alles das wieder. Das kann ich auch nur hoffen. Daumen drücken auf jeden Fall. Also ist alles nicht so schön auf jeden Fall. Und ich mag diese Interviews auch selten lesen. Es interessiert mich schon. Ja, voll. Manche lese ich auch wirklich. Ja, es interessiert mich wirklich. Wie geht es dieser Person eigentlich da gerade in ihrer speziellen Situation? Wie sieht es denn mit dem BKA-Theater eigentlich aus? Das ist ja auch so eine... Also das BKA-Theater hat auf jeden Fall noch bis Ostern geschlossen. Das war die letzte Information von unserem Kultursenator Klaus Lederer. Ja, super. Wir machen weiter, wir streamen. Das BKA-Theater hat eine Arschruhe immer noch. Anders, glaube ich, kann man das auch einfach gar nicht ertragen. Ja. Und ja, mal sehen, es geht voran. Das ist ja auch das, was ich eigentlich meine. Man muss trotzdem irgendwie was machen, gucken, wie man irgendwie drin bleibt und weiter was anbieten kann. Natürlich das, was wir machen, das eignet sich auch für Streams. Es gibt halt andere Künstler, das eignet sich natürlich nicht für Streams. Die kannst du auch nicht im Stream umverlegen. Ja, das stimmt. Das macht natürlich keinen Sinn irgendwie nicht. Und jetzt, wenn ich so überlege, es gibt so diese Situation, die wir gerade haben und über die wir uns gerade so tierisch aufregen und ärgern und die uns wurmt und die uns fertig macht. Keine Kultur, kein Restaurantbesuch, kein Barbesuch, kein Kino, kein Shopping, kein Fitnessstudio und dann lese ich schon die ersten Leute, die sagen, es ist total unmenschlich und wie geht man hier mit uns um? Es ist die Hölle, es ist nicht zum Aushalten, es ist nicht menschenwürdig und dann denke ich immer so von wegen, das, was wir jetzt gerade da so zwangsweise aufgedrückt bekommen, ist das normale Leben eines Hartz-IV-Empfängers oder einer Hartz-IV-Empfängerin. Die haben das alle nämlich über Jahre hinweg auch nicht. Für die ist das normaler Dauerzustand. Ich bin ganz deiner Meinung und dieses Gejammere und Beschwere finde ich unerträglich. Ja, ja. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht. Ich kann es schon emotional nachvollziehen. Natürlich müssen wir irgendwie auch daran denken, von wegen, es ist ja bei uns alles doch wir haben ja noch eine Deadline irgendwo und dann wissen wir, dann und dann sind die Dinge halt vorbei und dann bessert sich die Situation. Ja, und Margot, wir können vor die Tür gehen, zwar jetzt nicht, wir können sogar noch im Supermarkt gehen. Wir können ja noch Dinge machen. Ja, natürlich. Ganz ehrlich, also von daher, ich finde es immer dann so übertrieben zu sagen, es ist in seiner Freiheit so extrem eingeschränkt. Okay, ich würde gerne mal wieder in eine Kneipe saufen gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Da muss ich wirklich sagen, aber gut, man kann ja auch zu Hause saufen. Ich würde auch gerne mal wieder vor Publikum live auftreten und vor allem wieder singen vor Publikum. Das ist ja zurzeit auch gerade keine so gute Idee. Lassen wir es also erst einmal. Naja, aber es kommt jetzt dann ja nun langsam der Impfstoff auf uns zugerollt. Zu wenig Impfstoff. Ich habe das gerade heute im Radio gehört wieder. Und da gibt es doch jetzt dieses... britisch-schwedische Unternehmen. Ja, ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Ja. Und die doch einen Vertrag mit der EU unterschrieben haben. Und die EU ja schon Vorleistung gegangen ist. Und die jetzt entschieden haben, ach nö, wir haben den zwar da, aber wir gehen jetzt eher an die Briten erstmal und nicht an die EU. Ne? Offensichtlich werden Briten und USA werden voll beliefert, wie versprochen, und USA und EU nicht. Ja. Und da gibt es jetzt gerade Rückfragen von der EU. Und das ist gerade jetzt ein schwebendes Verfahren. Das wird noch richtig spannend. Das wird richtig spannend, besonders weil ja auch mit Europa größte Binnenhandel hat, Binnenhandel, und einfach auch Schweden auch davon natürlich abhängig ist und auch diese Firma ja auch bei uns in Deutschland produziert, diese Impfstofffirma oder Pharmafirma und da hat sich irgendjemand nicht Gedanken gemacht, aber gut. Das erste Gespräch, da wurde dann eine Sprecherin oder eine Geschäftsführerin irgendwie wurde bereits schon von der EU vorgeladen zu einem ersten Gespräch und sie sagt eigentlich nur, dazu kann ich leider nichts sagen. Kann man nichts zu sagen. Nein. Brauchen die jetzt eine neue Pressesprecherin, vielleicht eine von Trump? Ja, das wäre da ganz gut, Genau, ein paar alternative Fakten. Das stimmt gar nicht. Wir haben das schon alles rausgeschickt an die EU. Das stimmt nicht. Dann müssen wir aber das ist durch die Post verschickt worden. Das ist durch die DHL. Und andere Pakete, das ist beim Nachbarn abgegeben worden. So, das kann sein. Und die haben aber keinen Benachrichtigungsschein in den Briefkasten gesteckt. Nee, der ist in Brüssel nicht angekommen. Mensch. Aber Brüssel muss einfach mal bei den Nachbarn nachfragen. Das liegt doch auf der Hand, Margot. Warum ist denen das nicht selber eingefallen? Das liegt wahrscheinlich bei Putin. Ja, in dem Palast. Und das ist ja so weitläufig. Ja, und deshalb ist der Palast so groß. Ja, genau. Ach Mensch. Also Margot, warum steckt man uns nicht einfach mal in die Politik? Wir haben so einen Durchblick auch. Ja. Wir wissen es halt einfach. Ja. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die glauben, sie wüssten es. Wir wissen es ja nun mal wirklich. Ja, wir wissen es nun mal wirklich. Genau.
Und dann gibt es ja diesen ersten Impfstoff noch und von dem ist ja auch zu wenig da. Moderna. Ja, Moderna. Und da kann ich jetzt mal ganz kurz klugscheißen. 30 Sekunden klugscheißen mit Margot. Wenn sie es denn in 30 Sekunden schafft. Die EU hatte ja für 2 Milliarden bestellt. Donald Trump hat genau den gleichen Impfstoff bestellt. Ungefähr fast die gleiche Größenordnung und hat dafür 12 Milliarden hergegeben. Ach so. Das muss man sagen. Ja, wirklich, der hat wirklich alles leer gekauft. Der hat im Gegensatz zur EU das gemacht, dass er von allen Impfstoffen überall so viel bestellt hat, dass es komplett für die Bevölkerung ausreichen würde. Der Trump, von jeder einzelnen Firma. Also so doof war das ja dann doch nicht. Ja, nee. Beziehungsweise die US-Regierung halt. Die EU hätte das auch gerne gemacht, beziehungsweise hätten es einige Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, gerne gemacht. Aber da haben dann auch ein paar andere Staaten gesagt, das ist zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Da machen wir nicht mit. Und dementsprechend wurde halt überall eine gute Menge besorgt, aber halt keine volle Menge. Und dann kam noch Frankreich mit dazu, die haben dann gesagt, ja, es darf allerdings nicht mehr von dem deutschen Impfstoff bestellt werden, als von unserem französischen Impfstoff. Ach Gott, das ist für die Franzosen ja sehr wichtig. Willkommen in der EU, ja? Naja, es ist ja immer wieder dasselbe, ne? Immer alles klein, klein, klein. Und Deutschland darf wiederum nicht aus diesen EU-Verträgen ausbrechen, das hätte man natürlich auch machen können, aber das wäre natürlich dann wieder das Aufgeben des EU-Konzeptes und als EU hat man natürlich auch eine stärkere Verhandlungsbasis gegenüber diesen großen Firmen. Also hätte Deutschland alles in jeweils ausreichender Menge bestellt, hätte es Deutschland ca. 10 Milliarden gekostet. Hm. Das wäre ungefähr so 2 Jahre Mindestrente oder einmal die Lufthansa retten. Einmal die Lufthansa retten. Plus eine Gehaltserhöhung für den Vorstand. Ja, also es wäre alles drin gewesen. Aber wir haben ja Impfstoff und man muss auch mal wirklich sagen, wir haben den Impfstoff vor allen Dingen wesentlich früher als ursprünglich mal gedacht. Man sieht ja, wenn wir Glück haben, ist der erste Impfstoff Ende 2021 da. Ja, ach so, ja. Und jetzt haben wir Anfang 2021. So, nun habe ich gestern oder vorgestern oder heute Morgen vielleicht auch die Tage verschwimmen ja schon wieder ineinander. Ja, kommt ja vielleicht durcheinander. Nee, aber tatsächlich, und Margot, du weißt, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich habe jetzt irgendwie dieses Wort dritte Welle schwangert jetzt schon wieder über mich. Die dritte Welle. Ja, wirklich. Ja, die dritte Welle. Also Merkel hat einen Kommentar abgelassen und der hörte sich wirklich gefährlich an. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber ich habe wirklich Sorge gerade schon wieder. Den Kommentar habe ich nicht gehört. Was hat sie da gesagt? Naja, ich kann es ja auch nicht mehr genau wiedergeben, aber von wegen, wir müssen jetzt das Übliche, wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen. Und aber es kam oft jetzt schon das Wort Mutation vor und das Wort dritte Welle. Ja. Und das ist neu, finde ich. Das ist eine neue Qualität gerade. Und wir sprachen im letzten Podcast über diese Mutation. Ja. Und jetzt ist doch dieses Krankenhaus hier in Berlin, wo die Mutationen jetzt aufgetaucht sind. Und ich weiß nicht, Margot, ich bin ganz schön wieder ängstlich. Das ist jetzt in Quarantäne. Es macht dich jetzt ängstlich. Ich kann das verstehen. Natürlich so ein Virus, das mutierte Virus, das hat offensichtlich die Fähigkeit, dass es ansteckender ist. Ursprünglich dachte man 70%, jetzt sind wir schon bei 35%. Leichterer Verlauf, aber ansteckender. Ja, genau, das ist auch ein biologischer Druck, das ist ein selektiver Druck, das macht immer Sinn, dass die Krankheiten ansteckender werden, aber auch harmloser werden. Du bist schon wieder am Klugscheißen. Ja, ich weiß. Das ist halt wirklich furchtbar. Ein drittes Mal halte ich nicht aus hier im Podcast. Komm, lass uns mal weitermachen. Genau, richtig. Jetzt gibt es noch den neuen Impfstoff, noch den von Moderna. Ja, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Moderna, das macht so viel Spaß. Moderna, muss man aussprechen. Moderna. Nicht Madonna, Moderna. Das ist einfach, also den alleine vom Klang her, ist das eigentlich der schwulste Impfstoff. Ja, sehr schwul. Den wir haben können. Haben Sie doch etwas Moderna da? Ja, nee, jetzt hör auf, das ist ja wirklich Schwul-Shaming schon wieder. Wir dürfen das, oder? Dürfen wir das nicht? Weiß ich nicht genau, was man noch darf. Ich glaube, das dürfen wir. Das dürfen wir. Weil wir sind ja eh oft sehr tuntig. Ja. Okay, gut. Und wir lästern ja eigentlich nur über uns beide. Genau, und dann dürfen wir. Eigentlich nur über dich. Ja. Wenn man es genau nimmt. Das ist jetzt wieder altenfeindlich, dickenfeindlich. Margot-Shaming einfach, ja. Ja, Margot-Shaming. Ja. Das ist der Sammelbegriff für Minderheiten-Shaming einfach. So. Jetzt hat ja die Merkel dem Spahn das Impfen als Thema eigentlich weggenommen und es hat es zur Chefsache erklärt. Ja, Mutti ist wieder am Arbeiten. Ja, Mutti ist wieder am Arbeiten. Impfen ist jetzt Chefsache. Weißt du, was die vorher noch als Chefsache gemacht hat? Nee. Das Thema Bildung war Chefsache. Ach so, da ist nicht viel Thema passiert. Das Thema Digitalisierung war Chefsache. Da ist noch weniger passiert. Das Thema Klimaschutz war Chefsache. Margot, denkst du das gerade aus? Nein, wir sind am Arsch. Oh, weia. Wir haben verloren. Okay, also dann kommt die dritte Welle. Deshalb, jetzt habe ich auch Angst. Ach, jetzt, Margot, also wirklich. Ja.
Ja. Scheiße. Ja. Lass uns schnell weitermachen. Ja, es kommt bitte. Gott sei Dank Russland. Russland kommt jetzt und hat da noch einen neuen Impfstoff. Ach so. Sputnik 5. Verarschst du mich jetzt gerade schon wieder? Heißt das, wirklich Sputnik 5? Das ist dieser Impfstoff, den sich Putin gleich seiner Tochter zuerst gespritzt hat. Also das ist halt der Markenkern. Ja. Die bleiben sich ja auch treu. Ja, Russland bleibt sich treu. Ja. Das ist der Markenkern Russlands. Sputnik, größter Erfolg. 5. Ich weiß noch nicht, warum sie die 5 genommen haben, weil es gab insgesamt 10 Satelliten und dann gab es später nochmal Sputnik 18, 19, 20. Naja, Sputnik, weil die 5 ist halt ja römische Zahl V und das steht für Victory. Ist ganz einfach. Für Wladimir meinst du wohl? Und für Wladimir, stimmt, ja. Deshalb, alles klar. Mhm. Okay, gut. Bett, Bad und Bumsgeschichten. Oh. Du hast ein neues Badezimmer. Ich habe ein neues Badezimmer. Aber das stimmt gar nicht. Wieso nicht? Nee, weil du hast ein neues Waschbecken und einen neuen Schrank. Das ist doch kein neues Badezimmer. Naja, das ist bei meiner Ausstattung ist das schon. Ich habe nicht einen neuen Schrank, ich habe hoffentlich drei neue Schränke. Drei neue Schränke. Ja. Und musste ja irgendwie, du weißt ja, die Corona-Soforthilfe musste irgendwo hin. Das sage ich immer wieder gerne. Wird ja sonst schlecht, ne? Nein, das hab ich wahrhaftig von meinem Mann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ach Gott. Ja. Ihr mit eurer Schenkerei immer, ihr geht mir richtig auf den Senkel langsam. Ja, wirklich. Das ist wirklich. Margot, ganz ehrlich. Ja, aber das war auch wirklich, also so ein Weihnachtsgeschenk habe ich noch nie bekommen. Das ist auch wirklich, Waschbecken ist wirklich schön, auch die Schränke sind süß. Passt so gut zu eurer Küche, ihr seid ja so Landhausstil-Schwuchtel. Ist so wirklich, ne? Ich würde mir beides selber nicht unbedingt kaufen wollen. Nein. Aber es sieht schön aus, tatsächlich. Ja. Ist nur jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, aber es ist sehr schön. Nein, das ist ja auch, deine Küche ist ja auch nicht unbedingt mein Geschmack. Das siehst du mal. Ja, jetzt haben wir uns aber so richtig schön die Augen ausgekratzt. Ja. Nee, ist wirklich sehr schön geworden, Margot. Für alle, die es nicht wissen, und ich glaube, es wissen ganz wenig Leute, du hast das bizarrste Badezimmer in meinem Bekanntenkreis. Wieso? Naja, weil dein Badezimmer ja auch gleichzeitig ein Tuntenkleiderschrank ist. Ach so, du hast ja in deinem Badezimmer deine ganzen Kostüme und Dutten und Schuhe zu stehen. Na, ich habe ein sehr großes Badezimmer. Ja. Und das Badezimmer ist, glaube ich, 4,5 oder 5 Meter lang. Ja. Und hat eine Breite von, lass mich raten, 2,5 Metern. Ja. Oder 3 Meter. Also es ist wirklich lang. Und auf der rechten Seite sind halt Badewanne und was man nicht so braucht, Waschbecken und so Waschmaschine. Und auf der linken Seite ist halt Platz. Ja. Da muss irgendwas hin. Ja. Und da habe ich dann ein Regal hingepackt. Ja. Und da ist halt alles drin. Gut, jedenfalls, also ich finde das immer noch verwirrend, aber wo sollst du sonst dein ganzes Zeug aufbewahren? Es geht halt nur im Badezimmer. Ja, Du lebst halt auf kleinem Fuß, Margot. Sehr prekär, sehr prekär. Sommer. Du kleines, gehässiges, dreckiges Miststück. Aber dafür sehr hübsch. Naja, also heute bist du ein bisschen ausgerutscht beim Schminken. Das stimmt. Okay, haben wir das zumindest auch erklärt, genau. Aber immerhin bin ich noch bei Facebook frei aktiv und kann dort alles machen, was ich machen möchte. Das sieht ja bei dir ein bisschen anders aus, liebe Jurassic. Tatsächlich nicht wirklich. Was ist denn da passiert? Naja, also du kennst mich ja, ich bin ja oft gerne, benutze ich Worte wie Penis und Ficken und sowas. Nein. Ja, gelegentlich. Und in meiner Show jetzt aus dem BKA, das ist für Facebook, für Herrn Zuckerberg ist das manchmal halt dann doch zu viel. Und ich wurde nicht gesperrt auf Facebook mit meinem Livestream, sondern mein Techniker Sven wurde gesperrt. Weil der nämlich immer meinen Livestream online stellt. Also von daher, ich wurde gar nicht gesperrt. Aber Sven ist halt genauso beschissen. Und das ist ja noch viel beschissener, weil der ja, glaube ich, dann immer, jetzt, der macht doch alle anderen Livestreams auch, ja, oder? Aber er hat ja 2 Facebook-Profile. Oh Gott sei Dank. Sven ist ja auch schlau. und der ist jetzt auch, aber der wird auch wieder entsperrt, der ist jetzt nicht für immer gesperrt. Okay. Aber wir sind jetzt unter Beobachtung, wurde halt gesagt. Also Sven meinte halt auch besonders, wir streamen jetzt also nur noch auf YouTube und nicht mehr auf Facebook. Okay. Weil da kann man auch sagen, auf YouTube ist es für plus 18 ZuschauerInnen und so. Das ist halt die neue Welt von Social Media. Ja, ich hab's versucht, Leute. Ihr habt mich gebeten, dass ich mal Jurassica bei Facebook melden soll für ihren perversen Kram, den sie dort macht. Ich habe mir Mühe gegeben, aber es hat nicht ausgereicht. Nicht ausgereicht. Ja, Margot, es tut mir wirklich leid. Also beim nächsten Mal alle nochmal gemeinsam melden. Blöde und dann Scheißkuh. Kriegen wir sie schon irgendwie. Vielen Dank übrigens nochmal an Bertha Kamprauer aus dem Saarland. Vielen Dank nochmal. Das ist diejenige, die damals deinen Wikipedia-Eintrag gelöscht hat. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ach so. So. Ach, ihr kennt euch. Natürlich, ja.
Unser Motto ist sich langsam die Kreise. Gemeinsam gegen Jurassica. Mhm. Wenn du mich immer mobbst hier, dann mobb ich jetzt auch mal zurück. Du hast ganz schön zugelegt, oder? Du kannst dabei. Ja, weil ich es mir leisten kann. Ja. Du bist bei Telegram jetzt. Ich bin jetzt bei Telegram, da hast du völlig recht, ja. Und es ist gut oder böse? Es ist eine russische App. Und ich bin mir ganz sicher, genauso wie auch TikTok böse ist, weil das eine von Chinas Regierung gesteuerte App ist, ist Telegram ganz sicher auch eine böse App, wenn man aus Datenschutzgründen und dem ganzen Pipapo ausguckt, Aber ganz ehrlich, ich meine, wer Social Media benutzt, den interessiert sowas eigentlich in erster Linie gar nicht. Ich wollte gerade fragen, wir sind bei WhatsApp, wir sind bei Facebook. Eben. Was machen wir jetzt eigentlich noch Gedanken? YouTube, also von daher. Datenschutz. Ist es natürlich keine böse App. Nein. Also alles ist böse sowieso. Es ist alles böse, es ist unterschiedlich böse, es ist verschieden böse, aber die ist halt auch böse. Mhm. Die ist anders böse jetzt halt, aber auch da denke ich halt ebenso, mein Gott, es ist im Netz bereits alles für mich bekannt. Und Telegram ist auch ein bisschen verschrien wegen der ganzen Verschwörungstheorie. Ja, Attila Hildmann hat ja Telegram fast erfunden, könnte man meinen. Natürlich, er hat auch einen Telegram-Kanal. Du hast auch einen Telegram-Kanal dort. Ja, weil du hast mir das ja auch nachgemacht, Margot. Ich hatte den zuerst von uns beiden. Ja. Und dann habe ich gepostet auf Facebook, dass ich jetzt auch auf Telegram bin. Und du halt kamst gleich angeschwappt. Ja. Telegram, was ist denn das jetzt genau? Erzähl mir doch mal, nein, braucht Telegram man das ist, jetzt? Wusste ich, aber auch bei diesem Kanal halt, das war halt neu für mich. Das kannte ich halt nicht. Angeschwappt. Natürlich. Und dann hast du jetzt auch gleich einen, hast du mir gleich nachgemacht. Du bist natürlich auch ein großes Vorbild für mich. Ich bin halt Influencerin auch für dich. Sinnfluencerin. Du bist eine Sinnfluencerin und ich habe jetzt auch einen Telegram-Kanal. Wir haben jetzt beide einen Telegram-Kanal und auch ich werde dort jetzt ab sofort ganz viele, nee, eigentlich nur eine einzige Verschwörungstheorie verbreiten, nämlich die Theorie, dass ich eine echte Frau wäre. Ah ja, süß. Ja. Ganz süß, ja. Ja, also wenn man da folgen möchte oder dir folgen möchte, man findet uns mit unserem Kanal auf Telegram. Ja, @JurassicaParker. Und weil ganz viele, ich kenne ganz viele Menschen, die mittlerweile nicht mehr auf Facebook sind, weil sie Facebook nervt. Ja. Und die Telegram als Alternative tatsächlich benutzen. Genau, richtig. Ja. Und man spammt die Leute dort auch nicht irgendwie zu auf Telegram, sondern macht es ab halt und zu eher einfach so, als ob man jemanden per WhatsApp eine Nachricht schreibt. Das ist eher so eine Art Messenger-Dienst. Ja. Da gibt es halt die jüngsten und neuesten und interessantesten Infos so auf die Kürze mal so von uns zugeschickt. Und dann für das Deftige dann OnlyFans später. Ist ja auch sinnvoll, genau richtig. Auch schwierig in Sachen Datenschutz ist Grindr. Ach Gott, ja, Grindr. Ja. Ich habe dir heute diese Meldung zugeschickt. Ich habe es mir selber noch gar nicht durchgelesen. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich kann dazu gar nichts erzählen. Super. Also ich habe dir nur einen Screenshot geschickt. Ja, toll. Ich hab's, können wir jetzt nicht weiter besprechen. Also wir können so ein bisschen Vorwurf. Die norwegische Datenschutzbehörde wirft Grindr die illegale Weitergabe von Benutzerdaten an Werbefirmen vor. Klammer auf. Jurassica Parker berichtet. Ausrufezeichen. Klammer zu. Ach so. Das können wir ja streichen das an der Stelle. Ja. Oh Gottchen, einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ja, Margot, ich habe heute den ganzen Tag schon im Büro gesessen und gearbeitet im Gegensatz zu dir. Und? Ja, nicht. Ja, ich arbeite auch die ganze Zeit. Was meinst du, wer das hier vorbereitet hat? Wer bereitet das nach? Das muss alles machen. Ach, das machst du alles? Ja. Ach, das war mir gar nicht bewusst, Margot. Ja, natürlich. Na gut, schade. Ja, nee, ich hatte keine Zeit heute. Jetzt sei mir nicht böse. Wir haben so viele Themen schon heute gehabt. Ja? Aber was ich ganz vergessen hatte, ich wollte dich noch fragen, und zwar von dieser DHL-Geschichte. Es gibt jetzt keine Überleitung an der Stelle. Die DHL-Geschichte, die musst du mir noch erzählen, bitte. Ach, Margot, du kennst das ja. Also, ich habe mich neulich anmalen müssen für, ich glaube, für meine Late-Night-Show wahrscheinlich. Und mein Mann Klaus sagte schon, der war auf Arbeit, sagte schon, Schatz, hör zu, es wird am späten Nachmittag jemand klingeln, der ein Päckchen abgibt, DHL. Und da sage ich schon zu Klaus, du Klausi, ich werde mich dann da schon schminken. Ich mache wirklich ungern halb geschminkt die Tür auf. Ich hasse das, wirklich. Weil ich möchte das nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, ich bin da nicht schön genug. Tatsächlich ist mir das einfach unangenehm. Ich bin dann auch gerne nicht da. Ja, nee, aber das war was wichtig Technisches. Das musste wirklich angenommen werden, weil es auch teuer war. Sekt. Genau. Nee, ach Klaus, ist auch egal. So, und dann sollte ich abgeholt werden von einer Kollegin und es war so 10 Minuten vor der Zeit, wo die auch kommen wollte. Und ich war fast fertig geschminkt, aber noch Jogginghose an und noch kein Dutt auf und so. Und dann klingelt es und ich war mir ganz sicher, das ist die Weinhaus. So, und dann geh ich so an einen Gegensprecher entlang und sag so, hallo. So. Und dann nur, ja, DHL, guten Tag, wo sind Sie denn? Und ich dachte so, Scheiße.
Und das war mir schon, meine Meldung war mir schon so peinlich in dem Moment. Hallo. Da hättest du jetzt auch sagen können, ich bin nicht da, kommen Sie morgen nochmal wieder. Genau. Und ich muss also unter meinem Make-up hochrot angelaufen sein. Und dann kam der halt hoch, dann war das halt auch noch so ein super süßer mit 20-jähriger Lieferungsboy, der wirklich sexy war. Und man muss wirklich sagen, er war unheimlich relaxed. Der hat mich angestrahlt, als wäre ich die Erscheinung aus Mittelerde. Das war wirklich dann ganz süß. Aber trotzdem, ich meine, man sieht halt einfach scheiße aus, wenn man eine Jogginghose anhat und so ein halbes Gesicht. Und sowas ist mir unangenehm. Ich kann es verstehen. Also ja. Ich möchte dir auch nicht so begegnen. Es ist dir zu Recht auch unangenehm. Ja, danke, Margot. Ich dir nochmal wirklich bestätigen. Aber eine süße Geschichte auf jeden Fall, die wollten wir auf gar keinen Fall vergessen haben an der Stelle. Süß. Lockdown ist ja eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Ja. Vielleicht hat es auch bei mir gesehen, ich habe jetzt wahnsinnig lange Haare. Apropos Locken, ja, kann man so sagen. Ja, also du hast, man merkt jetzt auch, wo dein Haar so lang ist, wie schütter dein Haar auch mittlerweile. Ach, heute war für den Podcast wieder so wahnsinnig spannend. Schütteres Herrenhaar. Ja, genau. Ja. Ja, 4 von 5 Podcastern finden Mobbing eigentlich völlig in Ordnung. Ja, und jetzt, was ist jetzt mit deinen Haaren? Ja, es ist lang halt. Und es ist wahnsinnig anstrengend und ich muss es mir täglich waschen, das mache ich ohnehin immer. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so juckig wird unter der Haut, weil ich schwitze dann auch eher unter diesen ganzen Haaren, weil ich habe es sind mehr Haare, als man denkt, es wird wärmer da unten drunter und es nervt mich wahnsinnig. Ich fahre zwar gerne mal mit den Fingern so ein bisschen durch das Haar durch und denke, ach ja, ist weich, fühlt sich gut an irgendwie, ist noch nicht so ein strohiges, struppiges Haar wie deines. Ja, nee, weil dein Haar ja auch viel dünner ist und auch viel weniger, also was soll das struppig und struhig sein. Schönes Haar ist mir gegeben. Ja. Das ist Leben mit. Aber Margot, dann einfach mal so einen Langhaarschneider und mach einfach Tabula Rasa. Ja, da habe ich Angst vor. Warum denn? Das wächst doch wieder nach. David möchte das ja auch machen und sagt ja auch, ja, ich könnte ja auch die Haare schneiden. Ich habe echt Angst davor. Ach, bitte. Also was soll man da versauen, Margot? Du hast kurze Haare und dann wird es abgemacht und in 2 Monaten sieht es wieder aus wie vorher. Nee, ich habe Sorge. Ich gehe ja noch auf die Straße rauf. Und setzt halt eine Mütze auf. Ja, nee, Mütze mag ich nicht. Magst du nicht? Dann wird's wieder so warm. Wenn deine Haare deine größte Sorge sind, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, Margot, dann ist irgendwas bei dir falsch gelaufen. Nein, es ist nicht meine größte Sorge, es ist einfach nur es nervt. Aber da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die zurzeit nerven. In diesem Lockdown macht man auch so wahnsinnig viele Geschichten, so, die man sonst ein Leben lang niemals zu Hause machen würde. Macht ihr auch solche Geschichten irgendwie? Also David zum Beispiel hat um Weihnachten herum hat er angefangen, selber Nudelteig zu machen. Ja, aber Nudeln zu machen. Dein Mann ist sowieso auch völlig bizarr, schon immer gewesen. Ja, sehr. Ja. Man sitzt hier inmitten von Lego-Häusern, in dieser Wohnung. Das ist alles voll mit so Lego-Traumhäusern und so. Dein Mann ist halt auch einfach auch verrückt. Das ist, ja, deswegen passen wir auch gut zusammen. Ja, deshalb, Genau. Und jetzt hat er, vor 10 Tagen hat er seinen ersten Sauerteig angesetzt. Ja. Und so ein Sauerteig braucht 1 Woche, ehe du ihn verbacken kannst. Ja, ja. Macht ihr sowas auch irgendwie in der Richtung? Tatsächlich auch. Ich bin ich backe auch nicht. Ich koche seitdem wirklich wahnsinnig viel. Ich habe gestern einen Gulasch gemacht, Margot. Und ich bin ja Gulaschkönigin. Ja. Also Gulasch. Danach möchtest du sterben. Weil es kann ja nichts Besseres mehr passieren. Möchte oder muss? Nee, weil einfach, es kann dir nichts Besseres mehr passieren nach meinem Gulasch. Außer deine Klopse. Nee, das Gulasch ist viel besser. Ach so, warum kriege ich das nicht? Du bist halt keine Freundin von mir. Was soll ich denn da kochen? Du spinnst doch wohl. Also ich koche doch nicht jedem dahergelaufenen Transvestiten mein Gulasch. Doch? Nein. Doch? Nein. Unverschämt. Ich wollte jetzt Gulasch. Sag mal. So. Ja, und das war's aber ansonsten. Backen und Sauerteig und so interessiert mich nicht. Okay, nee, also das ist das, was wir jetzt bei uns so gemacht haben. Ja. Lauter solche Geschichten, sehr anstrengend. Man kommt halt wirklich auf ganz, ganz Ideen. Toll. Ja, ja, ach komm, du bist doch einfach, nur neidisch einfach so. Weißt du, weil ich schon vor dir einen Wikipedia-Eintrag hatte, weil mein Wikipedia-Eintrag schon vor deinem gelöscht worden ist. Ich bin ja einfach voraus. Du bist mir einfach voraus, ja. Wir kommen dann jetzt zur Verabschiedung, Margot. Das möchte ich gerne, ja. Ja, möchtest du? Ist doch Zeit, ja. Ja, wird jetzt auch wirklich Zeit. Stimmung köchelt jetzt hier nämlich so langsam. Ich finde gerade sowas von beschissen schon wieder mit dir. Ja, du bist auch ein bisschen aggressiv gerade. Ja. Ja. Kotzt mich an. Die Plexiglasscheibe beschlägt von deiner Seite her so ein bisschen so. Ja. Also, ihr dürft unseren Podcast natürlich auf jeden Fall bitte teilen, kommentieren und natürlich nicht vergessen, abonnieren. Ja, natürlich. Ist ganz, ganz wichtig, weil dann bekommt ihr immer in eurer Podcast-App zum Beispiel immer auch eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Podcast von uns online gegangen ist. So sieht's aus, genau. Und dann folgt uns auch bitte alle auf Facebook, Instagram,
Instagram und jetzt halt neu auch auf Telegram. Und auf YouTube bei mir bitte noch, weil da habe ich mehr Erfolg als Margot. Ah, das stimmt. Ja, ja, wobei ich habe auch Follower bei YouTube. Jetzt. Bei mir gibt es auch ein paar Sachen bei YouTube zu sehen. 200-300 vielleicht Follower, ja, oder? Ja, schon mehr. Ich bin schon über 400. Schon über 400? Ja, ich habe schon über 400. Wie viel hast du bei YouTube? Fast 10.000. Der nächste Podcast auf jeden Fall kommt am 28. Februar, da freuen wir uns drauf. Und bis dahin haben wir noch eine süße Geschichte für euch, denn Jurassica ist jetzt immer jeden Samstag im BKA-Theater im Februar. Im Februar, und zwar im ersten und dritten Samstag mit Paillette geht immer, dem Original mit einem mehr oder weniger prominenten Stargast. Und am zweiten und vierten Samstag mit Paillette noch schlimmer, meinem Spin-off zusammen mit meiner Tochter Jackie Weinhaus. Großartig. Und du darfst noch Werbung machen für die Show, die ich ansonsten noch mache bis dahin, jeden Dienstag. Ich soll dafür Werbung machen. Ja, natürlich. Ich habe doch jetzt auch gerade Werbung für dich gemacht. Nein, du hast nur angesagt, dass ich dann okay, Werbung dann mache. Doch mal ganz also Margot, erzähl doch mal ganz kurz, was hast du denn eigentlich jeden Dienstag für eine Show im Angebot? Du, jeden Dienstag immer live ab 21 Uhr bei Facebook. Ja, ich kann da ja noch streamen. Kenne ich nicht, Facebook. Ruf uns an und da habe ich entweder den wunderbaren, zauberhaften, sensationellen, fantastischen, großartigen Julian F.M. Stöckel und wenn der keine Zeit oder keine Lust hat, dann kommt Jurassica Parker. Genau, weil die macht ja alles für kein Geld. Macht ja alles. Ja, Margot, ich finde, du bist heute sehr schön geschminkt. Das bin ich auch wirklich. Wahnsinnig, ich wirklich ein, toll. Bei dir ist es heute ein bisschen, ich habe schon erzählt, ein bisschen unfallig geworden. Ja, irgendwie, ich war heute nicht so in Stimmung, aber ich muss noch ein bisschen nachpassen, aber das ist toll aber geschminkt. Du bist aggressiv heute geschminkt. Ich bin heute in der Agro-Schminkerei, genau, ich bin eher so weich gezeichnet geschminkt. Genau. Ja. Also Photoshop geschminkt eigentlich. Ich bin so stark Photoshop geschminkt, wie das Pressebild vom LSVD Berlin-Brandenburg. Das ist wirklich eine einzige Fläche. Ich sehe aus wie Donald Trump. So kann man toll geschminkt, ganz toll geschminkt, geschminkt, geschminkt. Dazu sage ich nichts mehr. Das war's mit dem Podcast von Jurassica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.